Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Tut mir leid für die Verspätung, ja. Tut mir wirklich inständig leid. Als du gesagt hast, Warschauer Straße, dann dachte ich nur, okay, die ist doch heute Oberbauernbrücke. Ah, Cottbusser Tor, also in Richtung Cottbusser Tor, Schlesisches Tor, ganz mies. Oder wirklich direkte Wegbeschreibung zu Steiger. Heute war wirklich jede zweite Straße gesperrt, die ich gefahren bin. Mein Gesicht ist zerknittert, meine Pullis sind zerknittert, weil die gerade frisch aus dem Vakuumsack gerissen wurden, weil wir gerade umziehen. Aber wir sind trotzdem noch die sexyste Sendung aller Zeiten, denn wir haben good looking, fresh smelling. So jetzt. Face tatted. Berganito im Haus. Guten Tag. Wie lange hast du an dieser Anmoderation gebastelt? Das war's. Eine Ampelphase am Kotti, ich bin ehrlich. Eine sehr lange Ampelphase. Eine mehrfache Ampelphase. Eigentlich schlecht, ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ey. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Aber ich muss sagen, er tauchte ja auch mit einem Pulli auf, wo ich sage, instantmäßig Neid. Also... Zeig wirklich, mal kurz. Hätte ich, sieht ein bisschen aus wie auch selber gemacht, aber dann. Sieht aus, als hätte er eine Geschichte. So, was ist die Geschichte? Also, das ist ein Pulli, der ist handbemalt von einer Hamburger Künstlerin. Ist wirklich handbemalt. Xuli heißt die. Ich bin ein sehr großer Fan. Das ist so ein limitierter Pulli. Steht auch drauf. Das ist eins von 100 von so einer Hamburger Marke. Wow. Ich habe meinen Kumpel aus Hamburg tatsächlich hingeschickt, so morgens um 10 oder so, damit er mir den kauft. Ich bin ein großer Fan von Xuli, die den Pulli gemacht hat. Wie wird das geschrieben? X-U-L-I. Xuli did it auf Instagram. Und die hat tatsächlich auch die Typo für mein neues Album und Label und so gemacht, weil es war ein großer Wunsch von mir, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil ich Fan bin. Ja, Shoutout Xuli. Wie hast du die gefunden? Irgendwas Instagram-mäßiges. Ich weiß es nicht mehr. Große Freundschaften bahnen sich zurzeit an auf Instagram. Auf jeden Fall. Also Geschäftsbeziehungen. Hast du eigentlich deine Verträge auch auf Instagram? Gepostet? Ja, nein, nicht gepostet, aber abgelegt. Also so dir hin und her geschickt. Nee. Es gibt ja Leute, die kommunizieren tatsächlich nur noch über Instagram. Achso, nee, ich bin gerade tatsächlich Instagram gebannt von DMs. Ich kann keine Nachrichten gerade schicken auf Instagram. Das ist echt. Ich dachte, das hast du nur gepostet, damit so Leute nicht enttäuscht sind. Nee, Todes nicht. Ich antworte sonst gerne. Aber wie geht das? Wie schafft man ich das? Hatte eine Story gemacht über ein Thema, und zwar über so sexuelle Gewalt und Nötigung und so ein Quatsch. Und so ein Quatsch sollte nicht abwerten klingen, das sage ich immer, aber war schlecht gewählt gerade an der Stelle. Und dann hat jemand mir per DM geschrieben, dass es Hassrede wäre. Weil es ging nur darum, dass es ging um Einvernehmlichkeit, dass die Frau es auch haben wollen sollte und dass, wenn eine Frau 10-mal Nein sagt und dann Ja, dass es keine Einvernehmlichkeit ist. Und da hat jemand gesagt, das ist Hassrede und ich bin ein Dummschwätzer und so. Und ich dachte, okay, komm, vielleicht kann man irgendwo diskutieren, aber es hat nicht geklappt. Der hat mich nur beleidigt am anderen, meinte, du Hurensohn, ich melde dich jetzt. Und ich meinte, ja, okay, mach viel Spaß dabei, Vergewaltiger zu verteidigen in deinem Leben. Dann meinte er, nee, das lasse ich mich nicht hier machen. Bro. Und seitdem hat er mich gemeldet und seitdem kann ich keine DMs mehr verschicken. Das reicht, und das ein Typ reicht? Der hat dich beschimpft und du wirst gebannt. Ja, so auf den. Der hat gesagt, wenn man gegen sexuelle Nötigung und Vergewaltigung ist, ist es Hassrede quasi. Und vielleicht hat er mich auch mit 10 Accounts gebannt, ich weiß nicht. Der hat auf jeden Fall eine Macke ein bisschen gehabt. Ich habe den dann auch einfach gemeldet und ignoriert seitdem. So, und wahrscheinlich ist es dann halt so, wie wenn man zu Twitter schreibt, irgendwie ins Twitter-Hauptquartier nach Oakland oder wo die auch immer sitzen, es kommt nichts zurück oder es kommt nur diese Standardmeldung zurück. Gar nichts bis jetzt. Ich habe es 2-3 Mal gemeldet, das Problem. Ja. Nix. Hat es dein Leben besser gemacht, dass du keine DMs schreiben kannst? Nein. Stehst du jetzt weniger auf Instagram? Nein. Noch mehr. Ich finde seine Verträge nicht mehr. Könnte ich jetzt, Alter, ich schreibe Kommentare bei euch einfach. Jetzt gerade gestern mal Release und dann teilen coole Leute meinen Song und ich kann nicht zurückschreiben. Nicht mal so ein Herz oder so. Weißt du? Das ist wahrscheinlich auch das dümmste Timing. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit so Leuten diskutieren, die werden einfach geblockt ab jetzt. Deshalb, ich habe vielleicht meine Lektion gelernt. Vielleicht sollte ich froh sein, dass mein Profil noch da ist einfach. Aber du bist schon auch so ein Typ, der immer noch so ein großes Herz hat, wenn Leute dir dumm kommen, sagst du, hey, komm, wir. Also tatsächlich bei dem Thema rein und. Also ja, also ist wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwie Naivität, weil bei dem Thema hatte ich tatsächlich, da haben dann ein paar Leute mich angeschrieben, ich habe auch mit den Leuten geredet und ein paar Leute haben auch gesagt, ey, cool, das habe ich vorher nicht so gesehen oder ey, manchmal ist es doch so und so, was soll ich da machen? Und dann sage ich, ey, Kommunikation ist immer ganz gut, so redet doch mal so. Also das war so der 4. oder 5., mit dem ich dann drüber geredet hatte und der war dann halt ein Hurensohn.
Okay, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Also es gibt Leute, du sagst irgendwie so, okay, Sex sollte einvernehmlich sein. Das ist, ich meine, das ist eine Grundvoraussetzung irgendwie für Sexualität. Und dann gibt es Leute, die fragen danach und sagen, ja, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Also, okay, es gibt auch andere Situationen und da ist es dann nicht so eindeutig und dann macht man es dann trotzdem. Also wenn es im Detail wissen willst. Also es ging, also dann Triggerwarnung, es geht jetzt hier um sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Vielleicht wer damit nicht konfrontiert werden will. Ja, nur noch so eine Gäste ein, die das selber sagen, oder? Dann müssen wir nicht so für die, das ist so geil, man merkt also, einfach Komfortzone. Es ging darum, dass dass oft so erzwungen, also dass Neins nicht akzeptiert werden und dann, ach komm schon, ah bitte, oder so. Also dass ein erzwungenes Ja am Ende auch nur ein Nein ist, was nicht akzeptiert worden ist und es dann keine Einvernehmlichkeit ist, sondern Vergewaltigung. Und das kann sein von 10-mal nachfragen oder, oh Gott, ich bin so geil, oder ich habe dir doch einen Drink bezahlt, oder es gibt 1000 mögliche Arten oder so. Und es ging darum, ey, ein erzwungenes Ja ist auch nur ein Nein, was nicht akzeptiert wurde und dafür gibt es ein ganz eindeutiges Wort. So. Ja, und er hat auch manchmal in Hashtags geschrieben, also Hashtag Hassrede. Okay. Also ich glaube, der war auch, also es war, der hatte einen an der Waffe. War eigentlich so ein professioneller Pickup-Artist, der sich wahrscheinlich in seiner Anmachttaktik erwischt gefühlt hat oder also der so enttarnt gefühlt. Ich glaube, er war auch, also ich weiß nicht, entweder hat er richtig einen Knacks weg so, oder er war gezielt Troll oder keine Ahnung, oder hat sich sehr ertappt gefühlt. Soll sich auf jeden Fall in allen Fällen soll ich ficken. Also ich will auch gar nicht mehr über den reden. So. Nee, das verstehe ich jetzt vollkommen, aber das bringt mich auf dieses Thema, von dem ich dann neulich auch zum ersten Mal gehört habe. Da gibt es jetzt mittlerweile auch so ein Buch darüber, über Incels, diese unfreiwilligen, zölibatär lebenden Menschen, die dann so einen Frauenhass schieben und dann so weiter. Und aber auch so einen Selbsthass und so einen Scheiß und so einen Selbstoptimierungswahn und so. Und genau, die ja dann so eine Abspaltung von der Pickup-Artist-Szene sind und irgendwie dann... Oh, sollen sich alle ficken. Okay, also gut. Pickup ist auch so der letzte Stück Scheiße Sparte, die es gibt. Alter. Also können alle gegen mich kämpfen. Ja. Neulich einen blockiert, der mir geschrieben hat, das war erst eine der schönsten DMs, die ich bekommen habe. Es war so, ey, ich habe jetzt mal nach irgendwie 10 Jahren so alte VBT-Rapper mir angeguckt, was die mittlerweile machen und so. Und ja, ist ja nicht so, aber bei dir bin ich hängen geblieben, das ist ja voll geil und so. Und ich wusste gar nicht, dass du Musik machst. Ne? Dachte so, ey, cool, jetzt irgendwer entdeckt mich so aus heiterem Himmel. Und dann konnte er es aber nicht fassen, dass ich ihm zurückgeschrieben habe. Man hat mir so irgendwelche Psychose-Sprachnachrichten geschickt irgendwann. So, dann habe ich dann irgendwann gesagt, ey, was ist los mit dir? Ja, musst du dir ja nicht anhören. Ah, okay, dann nicht. Und dann hat er mir irgendwann geschrieben, ey, hast du eigentlich schon mal Jesus beleidigt? Wurde den in deinen Posts immer beleidigt? Hast du ihm auch schon mal DMs geschrieben? Ich habe gerade Flair so lange Hurensohn geschrieben, bis er mich blockiert hat. Ich war so, okay, ich glaube, dich blockiere ich jetzt. Das klingt ja ganz ungesund. Also keine Ahnung. Nicht garantiert auf Instagram. Ich halte mich ja immer noch an die alte Regel, wer blockiert, verliert. Das ist so eine hängengebliebene Twitter-Regel, aber das ist auch... Du bist ja hängengeblieben, ja. Aber ne, verstehe ich, wo das herkommt. Wie gesagt, ich hab auch versucht, noch mit dem Typen zu reden, aber größter Fehler, jetzt kann ich keinen DMs mehr schicken. Ja, wer verliert jetzt? Wer verliert jetzt? Der friedlich einschläft. Wie fühlst du dich so nach 100 Jahren gefühlt, die du gewerket hast an diesem Album? Und was ist das für ein Mut gerade? Also bei mir kommt es immer einen Tag vor dem Release. Finde ich immer alles ab. Also finde ich immer so, oh, sehe ich immer nur so im Video die Stellen, die ich abgrundtief scheiße finde. Und bin so, oh, das Video passt gar nicht zum Song. Wir hätten alles komplett anders machen sollen. An der Stelle hätte so und sowas kommen sollen. Nicht das, oh nein, das ist scheiße. So bin ich so drauf einen Tag vor Release. Und dann komme ich da auch nicht raus. Dann bin ich auch schlecht gelaunt so den ganzen Tag und so. Und ich weiß sogar, dass ich so bin, aber jetzt hilft mir nichts. Und dann, wenn es rauskommt, also gestern, als es rausgekommen ist, war ich sehr erleichtert, weil ich muss mir vorstellen, so ich 3 Jahre nichts rausgebracht und die Musik, die ich halt mache, ist nicht mehr, klingt nicht mehr genauso wie vor 3 Jahren und ich möchte, dass die Leute den neuen Scheiß hören, so endlich. Und bei dem Song ist so ziemlich mein Lieblingssong, so ja, jetzt ist endlich dieser geile Scheiß-Song draußen. So. Mhm. Und alle hören jetzt, wie krass es ist. Geil. So. Und dann bin ich auch aber sehr reizüberflutet und hänge dann, ich habe dann, glaube ich, 2 Stunden am Handy so jedes Kommentar gelesen, so mäßig. Wo ich dann gesagt habe, so okay, du musst jetzt erstmal eine Stunde das Handy weglegen. Womit ich eh ein Problem habe. Das funktioniert bei mir nur, indem ich so die Apps deinstalliere. Mhm. Weil sonst nehme ich das Handy an und in die Hand und klick auf Instagram, ohne dass ich es merke. So, automatisch. Ja. So. Und das funktioniert bei mir nur, indem es weg ist. Muscle Memory. Und super, also reizüberflutet auf jeden Fall, aber auch sehr froh. Und auch sehr froh mit dem Ergebnis. Also super, der Song ist hart, das Video ist hart. Mein Team ist am Arbeiten, die freuen sich auch so, mein Management und mein Regisseur und so alle, die haben ja auch auf mich gewartet, so quasi mit Hummel im Arsch und wollten gerne aber loslegen. In dem Song hast du ja auch wirklich alles ausgepackt, also so die,
die schnelleren Rap-Sing-Passagen, Saxophon am Ende, dann Dreh in Paris. Warum Paris? Das war Filatovs Idee, weil es geht um Liebessong oder Scheiß auf einen Liebessong. Und er meinte, wie schön wäre das dann, wenn du in der Stadt der Liebe, wenn du einfach in Paris stehst und singst Scheiß auf einen Liebessong, fickt euch alles, alle gelogen. Da dachte ich so, ja, geil, lass machen. Warst du zum ersten Mal in Paris? Ja. Ja, tatsächlich. Wie hat's dir gefallen? War unfassbar unromantisch. Tatsächlich hat mir Filatov, mein Regisseur, mit dem war ich auch da, erzählt, es gibt so eine Art Paris-Depression von Leuten, die nach Paris kommen und erwarten, dass es das Romantischste ist, was sie jemals in ihrem Leben gesehen haben und dann aber checken, dass es auch eine normale Stadt ist. Weil, quasi, weil sie denken, sie sind jetzt dann so ein 50er-Jahre-Musical und alle auf schweben den. So mit so Regenschirm. Das war am Anfang tatsächlich bei mir, vor allem wir waren so scouten am ersten Tag, so ein bisschen Locations angucken, wo drehen wir, was machen wir. Und dann sind wir halt komplett um den Eiffelturm, um die ganze Gegend rumgelaufen und es war so grau und kalt und so. Das sieht man auch in diesem Video, aber ich dachte mir trotzdem... Am Tag, wo wir das Video gedreht haben, war das Wetter besser. Aber nichtsdestotrotz, du stehst da halt und ich dachte mir nur so, hey, es ist einfach ein geiles Bild, wenn im Hintergrund der Eiffelturm steht. Das voll. Ist einfach schon mal so ein perfektes... Tatsächlich, es war sehr lustig, weil wir haben gesagt, okay, wir brauchen eine geile Straße, wo so ein bisschen der Eiffelturm in der Flucht steht und ein bisschen weiter hinten. Ja. So. Und dann haben wir geparkt. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist schon mal eine ganz coole Stelle und jetzt suchen wir, wo die perfekte Stelle ist. Und tatsächlich haben wir am Ende war es genau dieser Ort, wo wir geparkt haben, war tatsächlich das Beste. Und ich bin dann so einer, ich stehe dann so, da ist dann so ein großes, da sind dann so Häuser und da ist dann so eine Art Villa dann in der Flucht zum Eiffelturm und ich denke dann, wer wohnt hier? Ja. So, weißt du, weil das ist ja auch sowas, so ein Haus, so ein altes Jugendstilhaus mit Blick auf den Eiffelturm. Ich glaube, das kannst du nicht mit Geld kaufen. Ich glaube, das, weißt du, das kannst du nur vererbt kriegen höchstens oder so. Und da war ich so, wer wohnt? Wen haben die umgebracht dafür, Alter? Wo haben die sich reingesneakt, in welche Familie? Das ist direkt aus Umberto Ecos Geheimzirkeln, kriegt man solche Häuser dann vererbt. Ich weiß nicht mal, wer Umberto Eco ist. Also, kennst du nicht, der Name der Rose, diese... Ich bin so eine Kulturbanause, ich weiß gar nichts. Ich dachte, das ist die Urerzählung dieser Verschwörungsmythen. Ich kenne nur Boys in the Hood. Kreuzritter und welche Geheimnisse, die unter irgendwelchen Domen und in irgendwelchen Katakomben dann vergraben wurden. Es gibt so geheime Illuminatenmäßig oder? Es gibt, gibt so heime Schriften und da ist unten diese Ecke ist irgendwie mit Gift eingedingst, dass wenn man so leckt und umblättert, dass man dieses Gift aufnimmt, dann stirbt man mit dem Geheimnis. Geil. Müsste man mal ein Dings-Rap-Video drüber drehen oder so. Weil wir alle wissen, diese Rap-Videos, wo irgendwas so mittelalterlich oder temporal aussieht, immer die Gewinner, wie sehen jetzt. Immer richtig krass aus. Ich denke sofort an Königin der Nacht von Echo Fresh, Alter. Mir fallen dann immer nur Kollega-Videos ein. Vega-Video ein, wo die alle so Ritterschlacht spielen. Das ist natürlich auch ist wirklich gut, so Sandalen-Videos. Habe ich alles nicht gesehen. Richtig gut. Ja, du hältst dich da immer ja auch relativ bedeckt oder du hältst ja immer relativ Abstand zu aktuellen Produktionen, oder? Aber ich höre mir schon ein paar Sachen an, mein Interesse ist einfach, also ich brauche generell lange, um mir neue Musik anzuhören oder so, also wenn ich nicht so der größte Fan bin, dann habe ich so relativ wenig Motivation zu sagen, ja okay, das höre ich mir jetzt mal an oder so. Aber was sind so die Sachen, zu denen du immer wieder zurückkommst? Die ersten beiden D'Angelo-Alben. Wie heißen die? Weil ich habe neulich ein D'Angelo-Album gehört. Da war ich so, deshalb feiert Berg an den so. Das heißt Brown Sugar und Voodoo. Ich glaube, ich habe ein anderes gehört. Es gibt nur drei. Dann hast du Dings gehört. Black Messiah. Dann habe ich Voodoo gehört. Super krasses Album. Ich habe letztens gehört, die haben 3 Jahre daran gemixt und gemastert. Voll. Ich habe nämlich auch nur gehört durch so ein Breakdown-Video, was ich darüber gesehen habe, wo... wo so ein Typ mit so einer ganz ruhigen Stimme darüber erzählt, wo so Masterpieces... Wie Questlove und der Bassist so gegeneinander sich gebettet haben, wer den Rhythmus weniger hält und so. Und es ist so stupid, was es da für Grooves gibt auf diesem Album. Der Bassist ist überall cool, Digga. Das ist einfach so ein großer, schlachsiger, super weißer Italiener. Pino Palladino heißt er. Und er ist einfach was so... Was für ein Name? Und er ist einfach so einer der Funk- und Soul-Bassisten. Er sieht einfach aus wie so ein Erdkundelehrer eigentlich, nur, weißt du? Aber er chillt dann... Er hat den Groove einfach... Schon sehr nerdig jetzt geworden. Das kann ich mir so gut vorstellen, so sah irgendwie der Chef unserer Schulband aus und der hat dann am Ende, wenn so der finale Akkord kam, ist er immer so in die Luft gesprungen. Die Mick Jagger. Echt, war das Mick Jagger? Hat das weiß ich nicht, auch, oder? Aber alle gemacht so, damals. Es war wirklich so ein Move, so, okay. Wie Aerosmith. Einer von denen halt. Der Typ von Jethro Tull, der hat das immer auch gemacht mit seiner Querflöte. Jetzt war es nerdy, weil das war... Von wer? Jethro Tull? Jethro Tull. Wer sind die? Okay, ironisch. Sing mal an.
Ey, keine Ahnung. Aber ja, wir verlieren gerade unsere Zielgruppe. Wir verlieren gerade alle. Der Typ, der von... Es geht hier immer noch um D'Angelo, okay? Der bei Total immer ganz vorne stand, der hat immer so Querflöte gespielt. Und das ist ehrlich gesagt das große Vorbild von... Grimm 104, weil der ja auch immer diese Bewegungen macht, diese verrückten... Als ob er Querflöte spielt? Du glaubst, das ist seine... Habt ihr darüber mal geredet, ja, dass es seine Assoziation ist? Ja, krass. Ja, das weiß er. Wie heißt diese Band? Schreib mir das jetzt auf. Jethro Tull. J-E-T-H und dann T-U-L-L. Guck mal, das ist ein Grimm 104 Move. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon trotzdem hier, episch. Das ist trotzdem ein Grimm 104 Move. Ey, von mir aus. Er hat halt keine Flöte in der Hand, deswegen ist das schwierig zu sagen. Kann ich auch nicht einschätzen, so, aber. Oh Mann, ich fühle mich gerade voll schlecht. Er würde sowas. Das ist wie wenn man jemandem ein Video zeigt so, und denkt, das ist also so. Und dann, okay. Das ist cool. Okay, ich habe dann immer so den Druck, ich kann eigentlich gar nicht Leuten so Videos oder Songs zeigen, weil ich bin nur so, findet das genauso krass wie ich? Findet das genauso krass wie ich? Und dann denke ich mal, nein, die hassen das. Wie ist es bei deinen Masters, wenn du, also gibt es irgendwelche Label-Instanzen oder so, denen du das vorspielst, wenn es fertig ist und im Raum bist? Nee, null. Also ich zeig das, also in der Gruppe, wo jetzt Niklas Neumann, der das Album gemixt hat und gemastert hat, sind auch zwei aus meinem Management einfach. Das heißt, was ich kriege, kriegen die auch so. Mhm. Und ich bin dann meistens sehr detailliert mit meinen Änderungswünschen, weil ich irgendwie schon voll die Vorstellung habe, wie laut was sein muss und wie und so weiter und so fort. Und da halten die sich raus, weil... Größtenteils. Also die sind dann, also denen schicke ich dann eher sowas wie, ey, du als Endkonsument, findest du, dass es flüssig klingt oder... Für grobe Sachen, weißt du, okay, die Stimme ist insgesamt noch zu laut oder so, aber jetzt mein Management interessiert jetzt auch nicht, wie laut die Wah-Gitarre auf dem rechten Ohr ist oder so ein Scheiß, weißt du? Das ist dann sowas. Das habe ich mir gerade gefragt, weil die Situation, die du vorher beschrieben hast mit, du zeigst jemandem ein Video und bist so, oh, hoffentlich feiern die es auch, die kenne ich nur so von anderen Musikvorspielen und es gibt eigentlich kaum Personen, die ich angucken kann, wenn ich dir meine Musik zeige. Es ist wirklich so... Der wird jetzt eh nicht ausrasten. Ich gucke jetzt einfach hier. Ich gucke auch auf den, Bildschirm dann einfach. Ich drehe mich dann auch so Richtung. Kann es bitte vorbei sein und kannst du dann sagen, dass du es gut findest? Okay, danke schön. Dann gibt es aber noch das Gegenteil. Die gegenteilige Art von Leuten, die jedem, den die kennenlernen, sofort alle ihre Songs zeigen. So, das am besten auf Händen. Die haben es echt ein bisschen leichter. Aber diese Situation, die er gerade beschrieben hat, die erinnert mich an die Situation, als man damals noch bei MTV Videos einreichen musste. Man ging dorthin mit seinem Video. Ey, das ist, erzähl mal bitte. Das war eine Kassette, oder? Genau. Du bist dann in die Redaktionsräume gegangen und hast dann irgendwelchen Leuten aus der Rap-Redaktion, die man halt auch kannte, ja, dann dieses Video vorgespielt. Und du musst dir dann vorstellen, ja, du warst in Paris, hast dann irgendwie, also wir waren nicht in Paris, aber wir haben ja wirklich Videos gedreht, wo wir uns richtig viel Mühe gegeben haben. Und in diesem Moment... Indem man das dann in einem anderen, also kennt ihr das vielleicht auch, so, man ist da in so einem Film und ja, ist voll geil und dann ist man im Schnitt und man arbeitet da zusammen und irgendwie findet man es richtig Hammer. Und dann sitzt man mit den MTV und guckt durch deren Augen mit voll. Und ist so, scheiße, was ist das für ein Video? Und Gott. Dann siehst du auch plötzlich so, ja, okay, das ist halt auch echt irgendwie war ja nicht nett so gewollt, geil. Aber, und ich meine, das Geilste, was mir damals Geiles passiert Gefühl, ist, aber, ey, das ist aber wirklich desillusionierend, weil wir haben ja damals dann auch richtig viel Geld dafür ausgegeben. Das muss man sich ja dann vorstellen. Das waren ja dann 10.000 bis 20.000 Euro, die wir teilweise in so Videoproduktionen, die man heutzutage wahrscheinlich für 2.000, also jeder 16-Jährige kann das wahrscheinlich mit einem iPhone besser filmen. Hey, komm, mach dich nicht selber fertig jetzt. Ich hab's ja nicht gedreht. Ich hab's ja nur bezahlt. Ich finde auch, du kannst ruhig ein bisschen MOR bashen noch. So viel Zeit muss sein. Boah, und dann sitzt du da in diesem Raum und dann ist da halt so ein Redakteur und der schüttelt dann nur den Kopf und sagt, naja, also schwarz-weiß, da brauchst du nicht kommen. Und zwei Monate später kommt dann Agro mit einem nur schwarz-weiß Video und es wird hoch und runter gespielt und du denkst nur so, ja. Boah, zum Glück hast du damals kein Twitter. Was hab ich? Die werden dich unten halten. Ja. Wenn du real bist in dieser Szene, bringt dir das gar nichts, dann werden diese Tweets natürlich kommen. Natürlich, ja, das bringt dann das überhaupt nicht. Das ist alles kaputt. Schwarz-Weiß, aha, guck mal hier, Screenshot, 3 Monate vorher, Zufall. Aha, Agro, interessant.
Nee, aber das ist krass, weil das ist ja, also damals, das war ja voll die Gatekeeper, daran hing ja voll was, ob das bei TRL auf Rotation läuft oder nicht, ne? Oder bei Get the Clip oder sowas. Und wenn du dann irgendwie einen dummen Moment hast, in dem du das zeigst und der ist irgendwie gerade nicht im Mut oder oh, kriegt irgendwie einen Anruf rein und ah ja, warte mal, was, nee, mach mal nochmal an, so, wenn das irgendwie die Experience des ersten Anguckens gefickt ist. Hast du jemals eigentlich die Geschichte von Asra, von dem Asra-Album erzählt? Nein. Asra und Echo Fresh-Album? Wir gehen zu Kiss FM. Also man ist ja wirklich in diese Redaktion dann auch reingegangen und hat seine Sachen dann vorgestellt. Das war ja schon ein Riesending, überhaupt einen Termin zu bekommen. Also zumindest waren wir ja so groß, Roher Munker, aha, mit Echo Fresh und neues Album und so. Ah ja, okay, dann zeig mal her. Und dann saßen wir bei diesem Musikredakteur im Tower von Kiss FM damals. Dimmler hieß der. Der Kiss Tower. Der Kiss Tower. Dann hat Echo angefangen zu rappen und dann kam Asras Part und der war auf Türkisch und dann meinte er, ist das Türkisch? Und dann meinen wir, ja. Mach das aus. Na, Türkisch spiele ich nicht. Also jedes Mal im Straßenverkehr. Pass auf, jedes Mal im Straßenverkehr und so weiter, immer wenn es Stress gibt, sind immer Türken, so, das spiele ich nicht. Ach nein! Auch noch! Das war, ey, ganz ernsthaft. Oh, scheiße. Das war halt, manchmal dachte man noch Vermarktung oder so, hört sich keiner an. Yeah. Nein, dreckig. Und dann haut er das richtig raus, so, in dem Zusammenhang. Wieso? Wenn du jetzt erzählst, dann haben wir das Studio kaputtgeschlagen. Das glaube ich nicht, was ich gerade höre. Das glauben wir jetzt nicht und so weiter und so. Reden dann noch so ein bisschen rum. Nee, also spielt er nicht. Nee, hat er keinen Bock drauf. Er kann keinen türkischen Rap spielen. Das supportet er nicht. Kiss FM war damals. Aber halt, das Echo auch Türke war, wusste, oder? Ja, aber er hat auf Deutsch gehört. Und Kiss FM hatte ja damals diesen Multikulti-Charakter. Boah, hä, voll. Was sind deine Roots? Die haben doch immer diese, die hatten so zwischen den Songs, hatten die immer so Einspieler. Komm, sag's einmal ins Mikrofon, Steiger. Auf drei, eins, was? Zwei, drei. Fick Kiss FM, 1997. Genau. Das war 2005, aber egal. So, dann ging das aber weiter. Dann haben wir das veröffentlicht. Dann habe ich diese Geschichte veröffentlicht. Dann hat der Spiegel das aufgegriffen. Ah. Also die haben das wirklich tatsächlich mitgelesen. So, und dann war das halt natürlich schon eine richtige Story. Dann kam eine einstweilige Verfügung von denen. Eine Unterlassungserklärung, wir dürfen das nicht sagen. Oh. Dann gab es eine mündliche Verhandlung. Meine damalige Praktikantin, das war die Tochter von Walter Momper, dem ehemaligen Bürgermeister von Berlin. Okay, kenne ich beide nicht. Auf jeden Fall war die aber bei diesem Besuch dabei. Also wir waren zu zweit und wir haben halt glaubhaft... Ah, und weil sie Politikers Tochter war, hat sie eine Kredibilität? Also naja, klar, natürlich. Also eine andere auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall, die Aussage von uns war glaubwürdig. Mhm. Und im Endeffekt haben wir das halt auch gewonnen. Deshalb kann ich das auch so erzählen. Also so quasi das richterlich beurkundet, dass ich diese Geschichte so erzählen darf, weil sie halt eben auch so stattgefunden hat. Aber es war halt Wahnsinn. Der ist halt auch entlassen worden. Also der ist dann früher oder später, war der dann auch weg. Aber erst nach dieser ganzen Gerichtsdings ist er entlassen worden. Vorher kam erstmal die Unterlassungsklage oder was? Ja, klar, natürlich. Das ist immer die beste Art, mit sowas umzugehen. Ja, die haben sich natürlich gewehrt. Und wir haben dann aber auch einen Anwalt natürlich eingeschaltet, der war auch gar nicht so schlecht. Der hat später dann die Katzenberger, wie heißt die mit Vornamen? Daniela Katzenberger vertreten, der ist ein Medienanwalt. Also, aber ich kenne den Fall Katzenberger nicht. Was war der Katzenberger Case? Ich glaube, Daniela Katzenberger hat Probleme mit ihrer Mutter gehabt. Oder ihre Mutter die Akte gegen Katzenberger. Ja, ja. Vielleicht den Spiegel TV. Katzenberger gegen Katzenberger. Wir wollen einfach ein bisschen Cloud-Chasen gerade von Daniela Katzenberger. Ey, unser Anwalt war der gleiche wie von der. Okay, auf jeden Fall fick Kiss FM 2005, ganz hart. Den Typen zumindest, ja. Ja, aber so ja, war und das die Policy, wie du sagst, sich zu distanzieren, erstmal juristisch distanzieren, so auf, na, das sagt ihr aber nicht nochmal. Dass du das sagen darfst, das ist immer geil, das ist auch richtige Politik, Alter. Anstatt sich damit auseinanderzusetzen oder so. Vor allem, das Ding war ja, wir waren ja sogar noch fair, ich glaube, ich habe dem sogar noch ein Gesprächsangebot angeboten und habe gesagt, ey, das, was da passiert war, war total Panne, also... Ich gebe dir jetzt noch mal die Möglichkeit, irgendwie drauf zu reagieren. Ansonsten veröffentliche ich das morgen um 12 Uhr in meinem Newsletter. Mein Newsletter war damals Was für eine harte Ansage. Kann ich gar nicht vorstellen. Ansonsten morgen 12 Uhr mein Newsletter. Und dann bist du besiegelt. Nee, aber das Verrückte war, dieser Royal Bunker Newsletter, der wurde damals wirklich von maßgebenden Institutionen, wie zum Beispiel der Musikwoche, gelesen. Also die Redakteure von der Musikwoche haben immer diesen Newsletter gelesen. Und insofern war das dann halt auch wirklich sofort beim Spiegel. Oh Mann, ich hätte so gern einen wichtigen Newsletter, Alter. Das ist zu geil.
Weißt du, was das Tragischste war? Das Berg hat diesen Newsletter. Weißt du, was das aller Tragischste war? Das war wirklich ein sehr, sehr guter Newsletter, weil die Leute haben sich wirklich sehr, wir haben nie Leute rekrutiert, sondern das war wirklich ein organisch gewachsener Newsletter von 12.000 Adressen. Und es waren aktive, also wirklich so aktive Kontakte. Follower. Reichweite. Und irgendwann mal kam so ein Typ aus Bayern, hat gesagt, ey Steiger, ich kann dir deinen Server machen, ist überhaupt kein Problem. Und der hat diesen Newsletter-Verteiler zerfickt. Aber wie? Er hat die Daten verloren. Ach Mann, oh, Steiger. Komm, wir sagen es auf drei. Fick den Typen. Mit dem Server. Fick die Bayern. Fick die Vergangenheit. Lassen wir das mal liegen. Lassen wir das mal in den Akten. Da haben wir jetzt alle mal drauf gespuckt einmal und ab in den Aktenschrank wieder. Aber Mauli, wie findest die gucken du das, nach vorn, oder? Nach drei Jahren nach noch so Stories erzählen kann. Die ich nicht kenne. Das ist mega, so Steiger. Die ist wirklich, also das, die sorry. Sind mir gerade, aber ich habe die auch lang verdrängt, glaube ich. Also sorry, das mit dem Straßenverkehr, Schuck. Ja. So, das ist krass. Zu hart. Nee, ist wirklich eine Leistung, sich noch. Wir können es noch was erzählen, Steiger. Also, vielleicht müssen wir doch noch nicht ein Kind adoptieren oder so, damit es wieder läuft bei uns. Was geht? Wollen wir Songs spielen? Auf jeden Fall. Ich habe nämlich die neue Haiti-Single gehört, hey. Wolken. Ja, Bergern. Ach so, Bergern. Hä? Meine Leute. Wir auch und so, mach dich mal locker. Aber können wir erstmal über Haiti. Voll süß, kurz? Wie empört er gerade war, aber. Ich wusste, dass du sie nicht spielen willst, deswegen wollte ich sie. Jetzt ich hab sie tatsächlich vormerken. Aus dem Augenwinkel gesehen, habe es aber verpasst, es anzuhören. Tut mir leid. Wirklich einer ihrer besseren / besten, vielleicht sogar. Ich habe es auch, wow, noch nicht gehört. Ich habe auch noch nicht gehört. Der Beste? Komm, hören wir jetzt auf der wundersamen Playlist, dann geht's so ab. Na, ich würde mir gerne wünschen, Berghahn kein Liebessong. Das wäre natürlich eine Idee. Will das Song, der ist zu hart, ich bin ganz ehrlich. Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Berghahn, worauf bist du am stolzesten bei dieser neuen Single? Ich bin ziemlich stolz auf das ganze Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den Sound geil, ich finde die Atmosphäre vom Song geil. Am Ende also der Beat an sich, tatsächlich habe ich den habe ich in der Küche meiner Freundin, habe ich so dieses Sample eingesungen. Einfach so ist der entstanden. Mit so, weißt du, so Kabel sind, man muss so aufpassen, dass man nicht über das eine Kabel stolpert und so. Einfach in so eine Jumper hat irgendwann, weil ich den Song noch nicht knackig genug fand, weil der hat so eine lange Geschichte, also der ist durch viele Phasen gegangen. Der Beat war viel wechselhafter und alle Stellen waren geil, aber ich war so, aber das ist zu wechselhaft, zu viel hoch und runter, da passiert zu viel. Das muss irgendwie wieder reduziert werden. Dann kam Jumper und hat die Drums und die 808 gemacht und dadurch hat es diesen alten Timberland Genuine Bounce bekommen, so, und ich war so, ja, geil, so, und dann was ich liebe, ist diese Dings, das Ende der zweiten Strophe ist so, da ist meine Stimme runtergepitcht, ich finde, das klingt super hart. Das ist zwei, drei Mal auf dem Album, das ist jedes Mal so. Ich baue das jetzt öfter ein, aber da war so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist wirklich geil. Da ist mir die Spur einfach in die Pitch-Spur gerutscht, tatsächlich aus Versehen. Ah. Wirklich? Das war ein Zufallsprodukt? Das war, genau, also diese... Ah, ist das geil. Also ich hatte so, es gibt so ein, zwei einzelne Stellen, wo ich so einen Satz oder so runtergepitcht gesagt habe. Mhm. Und da ist mir halt die Hauptspur vom Ende des zweiten Parts reingerutscht. Und ich war so, Digga, wie hart klingt das denn? Outkast hat früher sowas oft gemacht. Die haben viel so mit Pitch probiert. Da war dann mal eine ganze Strophe runter oder hochgepitcht oder so. Und ich dachte, das klingt geil. Das heißt aber, du mischst deine Sachen auch wirklich selber. Also, na, oder warum ist es dir in die Pitchspur gerutscht? Na, ich nehme alles selber auf und ich mache natürlich so eine Art Mix. So, weißt du, also ich dachte früher immer, ich habe keine Ahnung von Mixen, aber dann, also ich produziere fast alle meine Songs mit oder so. Und dann habe ich gecheckt, okay, wenn du den Beat so machst, wie der dir gefällt und das so machst und das so laut. Das ist schon Mixen. Das ist Mixen, weißt du, was ich meine? So, aber ich habe keine, also so Drum-Kompression und Vocal-Mixing und hier und das ist hart klingt, so da bin ich nicht fit drin, das gebe ich schon alles jemand anderen. So, aber wie schwierig ist es, mit anderen Produzenten zusammenzuarbeiten? Also, oder für die, sagen wir es mal so? Man muss einfach, also ich habe da quasi mein Rezept für gefunden. Also ich habe, glaube ich, ich erinnere mich an einen Beat, oder zwei in den letzten ein, zwei Jahren, die ich so fertig gepickt habe. Und sonst funktioniert es bei mir sehr gut, indem ich irgendwie mich mit den Produzenten zusammensetze oder die Produzenten, anderen Produzenten oder andere Produzenten erst ins Boot hole, wenn ich schon so eine Skizze habe. So. Weil ich bin super wählerisch oder es ist schwer, meinen Geschmack zu treffen. Und viele Songs, zum Beispiel bei Jede Nacht, habe ich zum Beispiel, glaube ich, die Hook aufgenommen, nur auf das Klavierding und auf den Loop. So. Und dann kam irgendwann
jemand dazu und hat den Beat weitergemacht. Also es funktioniert tatsächlich bei mir sehr gut, indem ich irgendwie was vorgebe, wo ich sage, okay, mit den Akkorden oder mit dem Loop oder was auch immer, damit kann ich was anfangen. Und dann gebe ich das jemanden und der oder die macht dann sein Ding und ich kann... Und die wissen das auch zu schätzen oder stresst es die manchmal? Bis jetzt war es mal cool. Wie kommst du auf Stressen? Was? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Handwerk... Wenn ich jetzt so ein Handwerker wäre und neben mir steht die ganze Zeit der Bauherr, der mir über die Schulter guckt und nur gesagt, hör, machen Sie mal die Leiste ein bisschen anders, machen Sie dies und jenes, dann würde mich das stressen. Naja, weißt du, dann würde ich mir denken, ey, ich baue doch hier die Leisten, ich kann die Leisten. Aber es ist genau das Gleiche. So, wir bauen ja wir bauen es ja zusammen. Das sind eher so zwei Handwerker. Der Bauherr. Aber das ist ja die Frage. Ist ja das Bild, die Arbeiter bauen so 20 Häuser und sagen dann, ey, Bauherr, feierst du eins von denen? Und sagt, ja, nee, irgendwie nicht. Okay, wir reißen alle wieder ein. Nimm mal das Haus. Und so hast du einen, der sagt, guck mal, ich weiß nicht, wie das Haus aussehen soll. Hier, erster Stock, mach mal ein Dach auf. So. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich war mal bei Rhythm Studio, nur zum Abhängen, und da kam ein sehr junger Produzent vorbei. Und da war schon so ein Sample. Und dann hat der Typ quasi den Beat weitergemacht. Und der hat so Sounds durchgeklickt. Und immer wenn Rin was gefallen hat, meinte er, ja Mann, das klang gut, mach mal das rein. So, die 808 war hart. So, weißt du, und ich meine, als Produzent hast du ja auch, natürlich hast du irgendwie deine eigene Vorstellung, was du machen willst, aber du hast ja auch Interesse daran, dass der Künstler oder die Künstlerin, mit der du zusammenarbeitest, das geil findet oder so, weißt du. Mhm. Und in dem Sinne bin ich ja nicht ein Bauherr, der noch nie was selber gebaut hat mit seinen Händen, so, und einfach nur sagt, mach das mal so, viel geiler oder so, sondern... Ich gebe ja auch Input und ich bin ja mit daran beteiligt. Und das ist eher so, als ob man... Ich kann mich ja nur an so alte Sessions erinnern. Ey, das sind Geschichten aus der Vergangenheit, aber wo ich mit Wien-Fabrik in irgendeinem Studio saß und da war so irgendein verrückter Typ, der halt auch so Tonmeister war, ja, und sich da irgendwas drauf eingebildet hat. Und Smacks sagt, ja, lass die Stimme so. Und dieser Typ dreht sich nur um und meint, zu dumpf. Ja, aber das gefällt mir so. Zu dumpf. Also, ich muss sagen, das Verhältnis hat sich da also noch ein bisschen verändert über die Jahre. So ungefähr kannst du dir Berg als Studio-Session vorstellen. Also ich weiß, was du meinst. Es gibt auch... Wenn du, so, zu dumpf. Wenn du einen Beat neben jemandem baust, der damit mit dem Produkt eigentlich nichts zu tun hat, kann es auch Katastrophe sein. Ja, ja, so ist es hart, mach das, lass es mal. Weil, und du denkst so, Bruder, ich hab's gerade erst reingezogen. Das ist noch nicht fertig, bitte. Ah, so klingt's noch nicht so ganz geil, mach's mal so. Und das ist auch so, ja... Wir machen das gerade. Ich bin gerade da dran. Da gab es noch eine andere Geschichte von so einem anderen Tonmeister. Das war Tom Müller. Der hat wirklich so in diesen Hansa-Studios gelernt, wo früher so David Bowie aufgenommen hat und so. Und der meinte, der hat mit einem Typen, Frank White hieß der. Das ist ein Schlagerstar. Also nicht diese von White Stripes, sondern es ist so ein deutscher Frank White. Und der meinte, sie hatten immer den Frank White-Regler im Studio. Ja, die haben ihn so abgemischt. Dann kam Frank White dazu und dann meinte Tom, ey Frank, wir haben jetzt alles probiert, aber klingt noch nicht so richtig tight. Und dann gab es eine Spur, wo nichts drauf war. Und dann hat Frank White den Regler dort bedient und hat dann so ein bisschen was reingespielt. Und dann meinten alle, jetzt ist es richtig gut. Das ist der Friseurtrick, Alter. Einfach, wie geht der? Wenn du sagst, hier an der Seite ist noch nicht so ganz. Dann sagt, ah, okay, mach ich die. Und dann schnippelt der Friseur so ein bisschen rum, aber macht gar nichts. Yeah, und dann sagst du, ja, Mann, jetzt perfekt. Ich hab auch, das ist so, das ist auch das typische Dienstleisterverhalten. Ich habe auch schon mal gehört von so Designern oder Grafikern, wo dann der Kunde oder die Kundin daneben war und sagt, nee, nochmal so. Und ich habe auch schon mal Geschichte gehört, wo einer dann einfach so nur noch die Maus bewegt hat, aber das Bild nicht mehr bewegt hat, bis der Typ gesagt hat, ja, Mann, jetzt ist geil. Irgendwann wollen alle fertig werden. Das ist alles Psychotricks. Genauso, meine Friseurin, während sie schneidet, macht sie ganz oft, boah, ist richtig gut geworden. Weißt du? oder letztens beim Video auch, während das Licht eingerichtet wird oder so, ist dann Adam, der Kameramann, und André, mein Regisseur, gucken dann durch den Bildschirm und ich sehe nichts. Und André so, boah, sieht so krass aus. Und ich denke mir, Mann, hört mir auf mit diesen Friseurtricks. Ich hätte auch mal so einen Chefkoch, der bei so einem großen 10-Liter- Gulasch dann immer noch so hingegangen ist, so abgeschmeckt hat und so und dann eine Prise Salz noch so drüber gestreut hat. So, weißt du, so eine Fingerspitze Salz, genau, auf so einen Topf und so.
jetzt ist gut. Siehst du, und dann sieht man, du musst es ja jemandem verkaufen, weißt du, ja. Du musst nicht machen, sondern du musst ja auch, weißt du, und wenn dann meine Cousine sagt, bah, also diese, ich glaube das auch wirklich, ich bin ganz gut befreundet mit der, weißt du, wenn dann sagt, bah, ist richtig gut geworden heute, dann glaube ich es auch. Oder wenn mein Regisseur sagt, bah, das Bild ist zu krass, dann habe ich auch gesagt, ja, okay, cool. Als dass er sagt, geht. Weißt du? Ist man, ja auch die beste Radiosendung der Welt, in der du gerade sitzt. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, so, weißt natürlich. Du? Guck mal, wie fresh ich angezogen bin. Aber es ist ja auch so. Ey, du kommst hierher, das war richtig glowing. Und es ist einfach auch so. Jetzt, ich weiß ja gar nicht, liegt es am Licht oder so, aber ihr habt einfach eure auch Augen, brutal ey, in die Augen. Total. Die Sonne ist auf einmal rausgekommen. Ich habe mal vor Ewigkeiten irgendeinen so Artikel in der Juice gelesen, wo es so darum ging, dass alle Rapper nur darüber rappen, dass sie das geilste Weed haben und die besten Preise und so, weil halt niemand einen Rap darüber hören will, dass der mittelmäßiges Gras zum okayen Preis irgendwie dafür hat. Weißt du, richtig nein? Abgezogen worden, das war so ein bisschen Thymian. Da wäre schon mehr gegangen, aber es war jetzt nicht schlecht. Na gut. Ach so, Sekunde, ey, ehe ich das vergesse, ich weiß nicht, wie ich gerade von schönen Augen darauf komme, ne? Aber ich muss eine wichtige Sache klarstellen. Vor zwei Sendungen habe ich über FKA Twigs und ihre toxische Beziehung geredet. Und das war gar nicht Ryan Gosling, sondern Shia LaBeouf. Also Ryan Gosling aus der Schublade raus, kein Psycho und kein Soziopath. Und Shia LaBeouf da rein. Ah, okay. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ich habe nur letztens eine sehr crazy FKA Twigs. Ryan Gosling hat so mit den Augen, oder? Das ist der mit den Augen. Der hat schöne Augen. Der hat auch schöne Augen. Haben alle schöne Augen. Schauspieler halt. Hey, bevor ich auch was vergesse, ich habe vorhin noch mit einem Kumpel telefoniert, der meinte, wenn du mich grüßen würdest, würde mich das voll freuen im Podcast. Bitte? Grüße an Tariq KZ. Wer ist das? So ein Typ, er meinte, er hört gerne den Podcast. Er meinte, er würde sich, Gegend, richtig, ja. würde sich richtig freuen, wenn ich ihn grüße. Meinte. Geil, hey, aber an dieser Stelle auch herzliche Grüße an Tariq KZ. Sogar von den Moderatoren. So. Ja, ja. Neulich hat er mich angerufen, da haben wir kurz gechillt. Es war wirklich so, ey, es war wunderschön. Gerne öfter, ruf mich an. Ich bin da. Berkan, du auch. Komm vorbei. Weißt du, was ich gerne spielen würde, was mir seit längerem öfter mal in irgendwelchen Newslettern angeboten wird, worauf ich nie geklickt habe, aber heute habe ich es mal gemacht. Zombies. Die Zombies. Von Tamasch und sowas? Genau. Und Bastard und die, diese genau. Und die haben einen Track draußen, Satan lebt, heißt er, ist natürlich alles. Natürlich. Ist natürlich alles mit Z geschrieben, also Zombies, am Ende Satan. Auch mit Z, Satan lebt. Ja, und da kommt diese wunderbare Zeile drin vor, irgendwie, wir wollen Freiheit für alle und Bewegungsfreiheit für alle. Also wunderbar, großartig. Ah, so anti-Corona-mäßig, nee. Oder was? Nein. Nee, da geht es um Pässe und Bewegungsfreiheit. Grenzüberschreitend. Also die gute Bewegungsfreiheit. Das ist aber das Coole davon. Also weißt du, so die Kehrseite des kapitalistischen Warenverkehrs, die für Menschen immer eingeschränkt ist, ja? Waren dürfen, Menschen nicht. Themen der Woche. So, jetzt aber Themen der Woche auch mal ein bisschen Seriosität und ein bisschen Struktur hier reinbringen, Leute. Es ist ja schon wieder einiges passiert. Ja, und zwar die Überraschungsmeldung, die mich diese Woche erreicht hat. Kollege und Asche trennen sich. Bro, das ist doch aber alles cool bei denen und alles Dings, Handshake, Emoji, alles gut. Und aber Dings. Hättest du generell das kommen sehen? So in der Vergangenheit, ne, wenn Kollege-Signings irgendwie so zu schlecht in der Presse standen, dann ging das immer relativ schnell auseinander und war aber trotzdem noch alles cool und so. Und dann irgendwann doch nicht so cool und dann wieder cool. Und das ist jetzt wahrscheinlich der natürliche Kreislauf, den auch Asche durchlaufen muss. Tut mir leid. Als ob so was Biologisches wäre. Der natürliche Lauf des Lebens. Aber man muss auch echt sagen, dass der kein glückliches Händchen hat als A&R-Manager. Ja, oder als irgendwas, oder? Also ich finde, als Mittelalter-Darsteller kommt er immer gut weg. Ich habe letztens erst dieses Video gesehen mit diesem Fell auf dem Rücken, wo er irgend so geil, so oder? Irgendwo Berg raubt. Mit diesem Iltis, den er sich umgehängt hat? Es war nur so ein Ausschnitt davon in einem anderen Video, weil jemand... Okay, hast du die Bergstation im Hintergrund gesehen? Nee, also nee. Ich habe nur kurz gesehen, wie er auf so einen Berg steigt und irgend so ein Zitat so... Aber es ist wirklich... In dem Video war eine Szene, da boxt der original einen Grizzly um.
Also ja. Das ist das Dümmste überhaupt. Was ich ja, aber das Geile ist, er klettert ja diesen Berg hoch. Und war das vor dem oder nach dem Asche-Signing? weil mit Bärenkämpfen ist doch so, und das ist doch sowas, was man über Tschetschenien sagt. So, deswegen statt vielleicht hat es. Nee, aber in diesem Video taucht er auch an einer Stelle, da muss man da so ein bisschen reinzoomen oder halt den Hintergrund im Auge behalten, ist halt so die Bergstation einer Gondel zu sehen. Und es sieht ja so aus, als würde diesen Berg da hochklettern im tiefsten Sibirien, und da ist halt einfach nichts, aber da ist halt eine Bergstation. Er war einfach nur 10 Meter neben der Skihütte. Ich habe es leider nicht gesehen, wie gesagt, ich habe es nur zufällig in einem anderen Video diesen kurzen Ausschnitt gesehen. Na gut. Also bei den beiden alles gut, bei Sufjan und Nemo. Wow, das gar nicht alles so cool. Was ist denn da los? Ja, Nemo hat einen Livestream gemacht, in dem hat er. Wo findet man diese News? Halal Gossip, wo bist du unterwegs? Oh, Halal Gossip kenne ich das noch gar nicht. Das ist die Seite. Das kenne sogar ich, Alter. Alles andere kann man eigentlich deabonnieren, wenn man Bescheid wissen will. Auf jeden Fall hat Nemo einen Livestream gemacht, und dann wurde er gefragt, was mit Sufjan ist, ob da alles cool ist, weil der vor Ewigkeiten irgendwie mal so einen hämischen Post gemacht hat, als der schlecht gechartet ist, Nemo. Er hat gesagt, ah ja, und jetzt gehst du hier auf Platz 40, du Popstar und so, Asax for Life, bla bla. Und dann hat Nemo jetzt gesagt, guck mal und so, es war eine tiefe Freundschaft und so, und wir haben uns sehr tief geliebt, aber es ist immer noch im tiefsten Herzen Liebe da, wir sind einfach nur enttäuscht voneinander. Ich hätte ihn auch gerne auf meinem nächsten Album und so weiter. Ey, aber sagen, im Moment schwierig. Ey, Nemo äußert sich wirklich sehr, sehr... Voll herzlich, ey. Ja, also wirklich. Ich glaube, dass ihm auch... Also irgendwie so der hat tatsächlich ganz viel Liebe in seinem Herzen. Ich fand auch die Single von ihm, die vor ein paar Wochen rauskam, dieses Bad Eyes, fand ich geil. Dieses mit dem, wo er in der Wüste, irgend so da dieser Fata Morgana hinterher rennt. Nee, das ist der Song mit Luciano, wo er zwischendurch richtig schreit, dann kommt kurz so ein Techno-Beat rein, dann kommt die Autotune-Hook, dann nuschelt er wieder und dann schreit er wieder los. Crazy shit, einfach. Ja, das wäre schon, was du gleich spielst. Klingt ja mega. Ich habe gar nichts mich vorbereitet. Muss ich einen Song mitbringen? Scheiße. Hast du doch schon. Wir spielen den. Hast du schon gerade fette Promo gemacht für den. So, und dann, wie ging's weiter? Da wollte ich aber auch noch was anderes sagen, okay. Sorry. Sag mal was anderes. Ich habe heute eine Rapperin gesehen, die ich relativ dope fand, die noch relativ unbekannt ist, glaube ich. Die heißt DP, kennt ihr die? Ja. Kannte ich noch nicht. Der bescheuerste Name, wenn du auf Instagram gesucht oder im Internet gesucht werden möchtest, als die Bro, ich heiße BRKN. Also, ja, aber das geht doch. Was man noch. Ja, okay, nicht? Mittlerweile geht's einfach. Sonst kommt immer so voll viel mit Broken. Aber bei DP ist es halt echt schwierig, weil wenn du DP eingibst, dann bist du halt erstmal, also du musst schon wirklich DP und Rap eingeben. Und also ich hab's halt bei YouTube heute eingeben und hab's gefunden. Dann. Sofort? Ja, tatsächlich. Okay. Also vielleicht ist seitdem algorithmustechnisch was passiert. Aber DP ist wirklich sehr, sehr gut. Kannte ich nicht. Habe ich heute tatsächlich mir reingezogen. Hat ein MC René-Feature. Die war auf dem letzten MC René-Album. Aber. Von ganz oben abgesegnet. Dann Raff baut seine neuen Anthrazit-Studios. Nee, du hättest jetzt noch die Geschichte. Da war nichts weiter. Das war ein Livestream. Sufjan das ist eine News. Das ist eine News schon. Sufjan hat nicht noch keine mal Ahnung, noch nicht. Wahrscheinlich was? Nicht. Okay. Wir werden die nächsten Tage Halal Gossip abwarten. Auf jeden Fall, Raff baut neue Anthrazit-Studios mit 7 Studioräumen und einem Teich für Keulkarpfen oder andere Fische, hat er geschrieben. Oder andere Fische. Aber er hat doch noch eine Kollabo mit irgendwie Bang & Olufsen oder stimmt, so. Stimmt, die machen auch so High-Quality-Dings. Kopfhörer auf. Ja. Und wenn man auf Bang Olufsen auf den Shop geht, dann heißt es überhaupt Bang, das heißt nicht Bang, oder? Bang klingt cooler. Bang und Olufsen. Wenn man jedenfalls auf den Shop geht, dann ist eins der Details so unter den Kopfhörern, der Produktdetails, dass in den Kopfhörern eingespeichert die 500 PS-Melodie sein soll. Und ich frage mich, wie? Ob man die dann anmacht, ob das so das ist, wenn es angeht, weißt du, ob dann einfach kurz 10 Sekunden 500 PS läuft oder so, keine Ahnung. Oder was das ist, ist der Referenztrack. Wie nervig ist das, ey. Ich habe mein Handy fast zerstört, dass ich diesen blöden U2-Song... Dieses U2-Album nicht runterbekommen habe. Ey, ganz ernsthaft, das ist doch wirklich eine Unverschämtheit. Ich finde es so geil, weil in Kopf, das ist ja die Zukunft, ne? In die Geräte schon einbauen, du musst nicht mal irgendwo raufgehen und dir den runterladen. Was passiert dann erst, wenn du diesen Mikrochip von Elon Musk in deinem Gesicht hast, Alter? Endlich. Ja. Nee, aber das ist so witzig, oder? Du mischst so gerade dein Album ab mit den Kopfhörern und dann bist du so, aber warte mal, Referenz, ich drück mal kurz den 500 PS-Knopf, dann kommst du einmal 500 PS. Ja, nee, die haben die Kick viel lauter und dann machst du wieder zurück. Das wäre schon auch fett. Wisst ihr, was ich diese Woche als Meldung gefunden habe, was eigentlich eine alte Geschichte ist, aber wusstet ihr, dass Mel die erste Produzentin war, die Kanye West fürs Rappen bezahlt hat? Wusste ich auch nicht. Aber ihr wusstet... Das habe ich auch gelesen. Dich langweilt das, oder? Nee, aber das ist bekannt. Ich finde es einfach lustig. Seit wann weißt du das? 10 Jahren oder so.
Keine Ahnung. Also nicht 10 Jahren, aber das ist so vor 7 Jahren oder so habe ich das zum ersten Mal gehört. Ich habe das jetzt erst als diesen Backspin-Artikel gehabt. Echt, was ja? Weil ich habe das diese Woche so 4-5 Mal, habe ich so Referenzen darüber irgendwo auf Twitter gelesen und war so, warum kommen jetzt alle mit dem Mel Carney-Feature um die Ecke? Ja, weil das halt neulich in einem Video erzählt hat oder in so einem Interview erzählt hat, aber ich fand das halt trotzdem ganz geil, weil mir war das überhaupt nicht mehr bewusst, dass die... Klar, die hatte damals dieses Feature. Das wusste ich noch, aber ich wusste nicht, dass... Man fand es einfach total langweilig und dachte sich auch so, hey, warum gibt die denn 8.000 Euro für irgendein Feature aus mit irgendeinem Typ, den niemand kennt? Geil. Ja, jetzt lachst du, aber wenn Mel bald in Kanye West Instagram-Story ist und diese neuen Latschen anhat. Kanyes Vermögen wurde diese Woche auf 6,6 Milliarden geschätzt. Nee, 1, irgendwas. Und er hat selber gesagt, es sind 3,3 oder so. Oder ist so nicht 3,3. Ich war so, wer rechnet das zusammen? So, was rechnet er alles mit? Ja, und mein Grundstück? Und wenn ich die YouTube-Klicks umrechne, die ich schon mal bekommen habe und so? Oder wie kommt man auf so eine Summe? Weil das ich glaube nur, dass es so wie bei so Jeff Bezos und so ist, auch immer so mit Firmenanteilen und Aktien und so alles zusammen, ne? Kein Plan. Hampelmänner. Bitcoin vielleicht noch. Der Aktienwert der Unternehmung, aber ich meine, Kanye West ist ja keine Aktiengesellschaft, oder? Bruder, Kanye West ist größer als, eine Aktiengesellschaft. Als die Wall Street. It ain't Ralph, though. 3,3 Milliarden beeindruckt mich jetzt nicht. Ich bin in der Welt der Reimanns unterwegs. Die haben 33 Milliarden. Jackpot. Gut, ey. Sauberes Geld bestimmt. Von die Deutschen, da kann sich der Kanye noch eine Shave abschneiden, ne? Ich habe diese Woche eine Gangster-Doku gesehen auf Spiegel Online und die fand ich tatsächlich ein bisschen Die mit den gehackten Anchor-Chats? Ey, krass, oder? Was ist denn das? Also, hast du die auch gesehen? Spiegel TV ist der größte Rotz der Welt, aber es ist einfach so gutes Entertainment. Aber diese Geschichte... Scheiße, Mann. Aber ganz ernsthaft, diese Geschichte war gar nicht so schlecht. Herr Miri, wo ist die Goldmütze? War das eine gute Idee mit dem Kokain? Okay, also war das eine gute Idee mit dem Kokain? So abgeführt mit so Decke auf dem Kopf und dieser Klaas bumst mich. Er sagt so, war das eine gute Idee mit dem Kokain? Also einfach nur irgendeine Frage gestellt, aber man muss dazu sagen, es gab ein Chat-System, das irgendwie so als verschlüsselt gegolten hat, AncroChat. Die Firma gab es jetzt auch von 2016 bis 2020. Ich habe das nochmal nachgeguckt und letztes Jahr ist sie dann auch einfach pleite gegangen, weil anscheinend ist die Verschlüsselung dann geknackt worden. Und das Krasse ist, diese Leute, die haben mit der Kokain-Mafia aus Kolumbien halt Geschäfte gemacht, haben sich da auch getroffen, haben sich gegenseitig abgezogen und haben diese ganze Geschichte halt unzensiert in WhatsApp so quasi hin und her geschrieben, in diesem Anchor-Chat. Genau. Und der ist geknackt worden. Und das haben die halt so quasi minutiös aufgearbeitet vom Anfang der Geschichte. Und dann so, ja okay, wir müssen aber die Leute zuordnen. Wer ist wer? Und dann gratulieren die sich aber gegenseitig zum Geburtstag. Hey Bruder, du hast heute Geburtstag. Und dann wussten sie, okay, der hat heute Geburtstag. Das war, also der war dran beteiligt. Es gibt aber nur einen, der an diesem Tag Geburtstag hat. Also es ist der. Weil es nur mit Nicknames funktioniert hat. Ich habe das zufällig eine Woche vorher habe ich so einen Bericht darüber gesehen, dass mexikanische Drogenkartelle im Meth-Schmuggel, im Meth-Verkauf in Tschechien. In Holland mit dabei sind jetzt mittlerweile, dass da viele Mexikaner gefasst werden in irgendwelchen Dörfern, wo Meth-Labs hoch. Und da ging es auch schon um Anchor-Chat, das ist ein eigenes Handy. Du kannst es nicht auf dein Handy. Es ist ein eigenes Handy mit einem komplett eigenen Chat-System. Das habe ich mir. Französische Sicherheitsbehörden haben es geknackt und die Daten mit allen anderen Sicherheitsbehörden geteilt. Okay. So, das war krass. Irgendwie Anfang letzten Jahres oder so. Und dann haben die das halt einfach zugeordnet und konnten dann halt einfach diese ganzen Unterhaltungen, die sich so gegenseitig geschrieben haben, nacherzählen. Und das ist halt natürlich schon witzig, weil die halt ihren ganzen Verlauf, also überall, wo sie waren und was sie jetzt tun und was sie als nächstes tun werden und wie das Gespräch mit den Kolumbianern abgelaufen ist, halt im Originalton. Boah, das war richtig Stress. Alle haben Waffen gezogen. Ich dachte, Schießerei. Boah, ich dachte, ich komme hier nicht lebend raus. Und so. Das war, weil normalerweise kennt man ja so von Drogen, die immer nur so diese dezenten Chats, so, hast du sowas? Nein. Oder mit irgendwelchen Codewörtern. Aber wie viel haben die halt alle, Bruder, die Kolumbianer waren da. Hast du so viel Waffen
Namen noch nie gesehen. Hast du mal gesehen, 20 Leute alle mit gezogener Waffe, ich dachte, heute war es das und so. Also, die sind richtig so unzensiert, weil dieses System anscheinend wirklich sicher. Weil die halt O-Ton haben einfach. Okay, das ist ja krass. Genau. Das ist zu krass. Und das ist wirklich. Aber warum haut man sowas nicht an Netflix, sondern an Spiegel TV? Was denn das für ein Kerl vor die Säue, Alter? Die sich irgendwie die Infos von den Strafverfolgungsbehörden oder so. Genau. Ja, ne? Und die nutzen das natürlich dann, die Endmessage ist natürlich, die Deutschen sind wieder zu blöd, weil die machen nämlich Datenschutz und das darf man in der Strafprozessordnung überhaupt nicht verwenden, weil das sind ja französische Sicherheitsbehörden, die das geknackt haben und die Deutschen sind wieder zu blöd, sowas zu machen und deshalb feiert das Verbrechen in Deutschland so fröhliche Umstände, weil die Deutschen wieder zu wenig hart sind. Ich dachte, wenn man sich Geld machen will, macht man sowieso Steuerbetrug in Deutschland einfach nur. So sieht es nämlich aus. Oder man verkauft Masken. Jede Menge Masken. Find's geil, dass der ganze Rassismus in der CDU nicht gereicht hat, damit Leute sich darüber auch ringen. Aber bei Masken für 6 Euro, Dicker, da platzt mir der Kragen. Auf irgendeinen 18-jährigen Türken schießen ist in Ordnung. Die Geschichte hast du mitgekriegt, ja? Köln-Ports, Tatort-Ports. Ja, wo dann der Prozess jetzt auch vertagt wurde, weil die Öffentlichkeit anscheinend zu wenig Interesse dran hat und deshalb wurde es dann wegen Corona vertagt. Auf die geschossen, Digga. Ja. Aber wenn er ihn töten hätte wollen, hätte er zweimal abgedrückt. Das hat die Staatsanwaltschaft also auch gesagt. Deshalb kann man ihm keine Tötungsabsicht unterstellen. Sieht nämlich aus. Ich schwöre, Mann, da wird man doch sauer einfach nur. Also warte, ein Schuss haben wir alle frei? Ja. Okay, krass. Kannst du machen. Will mir irgendjemand noch dieses Mass-Shooting in den asiatischen Spas erklären? Das habe ich nur so am Rand mitbekommen. Weiß da irgendjemand mehr als... Ich habe tatsächlich darüber noch nicht so viel gelesen, weil bei so einem Thema bin ich manchmal so an so einem Punkt, wo ich sage, ey, ich check, dass ich jetzt nicht zu viel belastende Sachen aufsauge und versuche was Schönes zu gucken. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, ist bei mir tatsächlich auch die instinktive Reaktion gewesen. So will ich mir jetzt nicht angucken. Also, asiatisch betriebene Spas in Atlanta wurden irgendwie zusammengeschossen und 8 Leute sind gestorben und 6 asiatische Frauen darunter. Und die Polizei hat irgendwas der Typ hat einen schlechten Tag oder so. Das war deshalb, ich habe nur so ein Meme dann gesehen. Ich habe nur die Dings gesehen, die Überschriften von so großen Zeitungen und da war halt von rassistischem Motiv keine Rede. War nur so, hier gibt's ein Shooting in einem Spa, da gab's ein Shooting in Atlanta, da gab's ein Shooting in Dings und so gezielt 8 asiatische Frauen umgebracht oder so, ne? Nee, da habe ich tatsächlich vermieden einfach. Habt ihr Grammys geguckt? Auch nicht. Nein, das nicht, aber ich weiß, dass Megan Thee Stallion den besten Rap-Song abkassiert hat. Und dass Kate Tronada zwei Grammys abgeräumt hat. Und Beyoncé hat mehr Grammys als alle Künstlerinnen jemals Künstler. Zuvor. Als Künstler und Künstlerin? Ja, männlich oder weiblich. Ah, okay. Hart. 28 ja. Grammys hat er jetzt. Aber Beyoncé ist ja auch, das ist ja eine Vergötterung da drüben. Ja, nicht nur da drüben. Also aber das jetzt ist auch so, wenn du eine Entertainment-Maschine, oder? Voll, also ich habe die einmal live gesehen und es war unfassbar. Wo, wann? Als sie hier mit dieser Jay-Z. Mit Jay-Z im Olympiastadion oder was? Run, oder wie die ja. Olympiastadion, ja. War schon krass. Aber ich muss sagen, nach Check On It fand ich ganz lange Songs, keinen Song mehr von ihr gut. Und dann, als dieses Formation und so rauskam, war ich wieder dabei. Ich muss sagen, also ich finde Beyoncé so krass, wie ich Jay-Z nervig finde. Und ich glaube, das hat sich für mich nicht gematcht, dahin zu gehen. Aber ich muss dich schon auch nochmal live sehen irgendwo. Bro, aber Jay-Z hat auch Hits natürlich. So, der spielt ja nicht nur sein neuestes Album, was keinen interessiert irgendwie. Und es war auch mehr eine Beyoncé-Show als eine Jay-Z-Show. Ja. Weil sie ist natürlich die Performerin von den beiden. Also brauchen wir gar nicht überreden. Fair. So. Ja, ich habe letzte Woche diese Kobe Memorial-Show gesehen, wo sie auch gespielt hat. Und ich dachte, sie hat alles so krass positiv werden lassen, obwohl es natürlich offensichtlich, der ist gerade gestorben, irgendwie 2 Tage später gefühlt, haben die so ein Konzert auf die Beine gestellt. Und es ist so, nichts daran ist irgendwie, dass sie jetzt irgendwie so künstlich auf weinerlich macht oder so Dings. Und dann sagt so, ey, Kobe, we love you und ich spiele diesen Song, weil ich weiß, dass du ihn geliebt hast. Und Dings, du siehst uns da oben, ich weiß das, lass durchziehen. So. Und sie hat das so... Ja, so warm gestanden und so offenherzig und so mit so einem Chor irgendwie, der auch Gänsehautharmonien singt die ganze Zeit. Also das kann man sich echt mal reinziehen. Posten wir in die Beschreibung? Gibt's sowas? Nein, ach man, lame. Googelt's selber. Googelt's selber einfach. Aber das ja, muss man echt Memorial wird gesehen man haben. Ich kenn's auch nicht. Ich werde es auch vielleicht machen. Wirst du auf jeden Fall machen, kann ich dir das mal verraten. So sieht dein Abend aus. Ja, wenn wir schon bei YouTube Tipps sind, dann habe ich noch einen, der mir durch Falk Schacht in die Timeline gespült wurde und war Straight Outer Ulaanbaatar, Rap aus der Mongolei, Doku auf YouTube.
Aber oh, crazy. Wirklich, sollte man sich richtig mal angucken. Wie wird Ulaanbaatar geschrieben? Ulaanbaatar, so wie man, oder Ulaanbaatar wird es so geschrieben mit zwei A, also Ulaanbaatar. Danke, Steiger. So, jetzt nochmal schöne Grüße an Tarek KIZ. Und schöne Grüße an Falk Schacht, danke. Danke für diese Doku. Ich habe Falk Schacht diese Woche eine Frage stellen sollen, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile veröffentlicht ist. Die Frage lautete, woher bringt er diese Energie auf, sich immer noch mit so Rappern von vor 20 Jahren zu beschäftigen? Ich verstehe es einfach nicht. Machst du doch auch. Ach, ich bitte dich. Kommt wann nicht denn? Nächste Woche Jack Austin in die Sendung oder übernächste? Bitte, das ist ein Freund, der hat ein aktuelles Album, so. Da geht's richtig ab. So, ist was anderes. Ey, ich weiß nur, dass letztens irgendjemand mich unter irgendeinem Post verlinkt hat und da ging's darum, ein Prinz Pi-Konzert, wo ich Vorgruppe war oder so, und da hat jemand geschrieben, und da war so ein kleines Gespräch und ich war halt mit verlinkt in dem Post, in dem Originalpost, und dann meinte einer, der Typ ist für mich einfach Hip-Hop to the fullest oder so ein Scheiß, so über Prinz Pi. Und dann kam einfach einer dazu, ja, aber ich muss jetzt auch mal eine Lanze brechen für MC René, der ist auch Hip-Hop. Das war so geil, als ob jemand, hat jemand Hip-Hop gesagt? Wir können nicht Hip-Hop sagen. Ohne MC René seinen Hack zu geben. Also, geile Einstellung eigentlich. So. Und aber geiler Status auch. Willst du nicht diesen Status haben, wenn irgendwo Hip-Hop fällt? Warte mal, habt ihr MC René gerade aufgezählt? Ich hab ihn noch nicht gehört hier gerade. Schon auch ein geiler Status. Ich habe heute so ein geiles Reaction-Video gesehen auf meine neue Single von einem Typ, der seinen Kanal heißt Zweimal geschieden. Der heißt Uwe 2x und der ist eigentlich Touristenführer auf St. Pauli, aber Dicke, hat natürlich gerade nichts zu tun und jetzt reagiert er auf Rap-Videos und ist einfach ernsthaft? So ein 55-jähriger zweimal geschieden, Atze auf St. Pauli, Alter. Das Zimmer, wo er aufnimmt, sieht auch aus wie so ein St. Pauli Souvenirshop bisschen. Und dann und was sagst du zu dir? Der hat es abgefeiert, auf jeden Fall. Ich fand's sehr amüsant. Das ist natürlich das ist ungefähr das gleiche Phänomen wie dieser Uwe Baldner, ne? Wo der Witz ist, dass ein alter deutscher Mann. Das passt gar nicht, haha. So, ja. Wo ich auch irgendwann fand, dass es irgendwann so ein bisschen durchgespielt war. Ja. So, aber ich kenne ihn, also Mashallah, wenn er immer noch erfolgreich damit ist, Bombe. Aber ja, ich fand es trotzdem sehr amüsant. Auch zweimal geschieden, da gab es einen Namen. Das ist so krass. 2x geschieden, ja. So, erste Frau hat es nicht mit mir ausgehalten, zweite auch nicht. Und jetzt mache ich Reaction-Videos, Leute. Schaltet ein. Ich wollte pausen, ich habe es vergessen zu machen. Pausen, immer pausen. Posten, Digga. Reichweite, Instagram. Ist das eigentlich, nimmt dir das den Spaß an der Promophase ein bisschen, dass du immer das Gefühl hast, oh, Alter, jetzt ist doch die Zeit. Ich habe jetzt so lange an dem Album gesessen. Jetzt ist die Zeit, wo es rauskommt. Alter, ich muss doch jetzt jeden Tag alles in Bewegung setzen. Also ich bin sehr viel auf Instagram oder zu viel auf Instagram unterwegs gewesen, eine große Zeit lang und versuche es gerade ein bisschen runterzunehmen. Aber deswegen, ich kenne nur das Gefühl so, okay, ich habe es gepostet auf Instagram und auf Twitter und ich habe es in der Story und ich habe es den YouTube-Link und ich habe blablabla. Und dann ist halt so, okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Was mach ich jetzt? Ich habe alles verspielt. Und dann ist so, okay, dann check ich jetzt, wie das ab. Okay, morgen um Mittag werden irgendwie alle mitbekommen haben, dass der Sound raus ist. Mal sehen, wie sich entwickelt. Mal sehen, was die Leute sagen. Mhm. Freut einen natürlich. Mhm. So. Aber ich freue mich vor allem, wenn ich, keine Ahnung, wieder Shows machen kann, natürlich auch. Aber da viele Leute fragen die ganze Zeit, ist eine Tour geplant? Digga, wie soll man denn jetzt eine Tour planen? Plan? Gehst du auch wieder auf Tour irgendwann? Ja, natürlich gehe ich wieder auf Tour. Irgendwann. Wenn ihr durchgeimpft seid. Ja, bitte. Impft euch schneller. Ich werde mit dieser Spritze in den Club gehen, Digga. Ich nehme auch Sputnik. Voll. Steiger hat hier Börek in die Mitte gestellt. Dankeschön. Und ihr esst aber gar nicht davon. Deswegen biete ich dir jetzt deinen Börek an, Digga. Ich habe vorher schon gegessen, danke. Okay, weil ich esse, weil ich, bei mir ist. Achso, so, man muss einmal essen, oder damit man zeigt, dass es nicht vergiftet ist. Achso, nee, ich habe jetzt schon den halben Teller aufgegessen. Ist echt geil. Weil bei mir ist so, wenn Essen in meinem Blickwinkel ist, oder wenn ich weiß, dass es da ist, dann kann ich nicht aufhören. Das ist so... Wenn du isst, ja, und du bist fertig und der andere isst noch, schaffst du es so, den Blick vom Teller des anderen zu... Ja, bei mir ist nur so, ich kann meinen Teller, also ich kann nicht aufhören zu essen, bis es leer ist, aber es voll ungesund ist so, also ich esse nicht, wenn ich höre nicht auf zu essen, wenn ich satt bin, sondern bei mir wenn so es nichts mehr gibt. Mir bieten voll oft Leute noch was zu essen an, einfach weil ich deren Essen angucke und ich bin satt und ich will gar nichts mehr und ich komme so, krass, sehe ich so bedürftig aus oder habe ich so einen Geierblick irgendwie drauf? Ey, was ist denn da? Ah, so wie geil. Meine Mutter zu mir meinte, du isst, als ob du zu Hause nichts zu essen kriegen würdest. So, weißt du? Classic. Ich habe aber diesen Eltern-Move, dass ich dann die Teller der anderen leer esse, um aufzuräumen, weißt du? Es ist kein Hunger mehr, sondern einfach nur das Bedürfnis. Das ist irgendwann okay, fließender Übergang, so oder? Von Vater in Biomülltonne. Ist geil. Du bist so witzig. Naja, Steiger, hör auf. So. Noch irgendwas die Woche passiert? Nee, ne? Reicht. Okay. Ach so, was mit Musik?
Imog nimmer. Imog nimmer. Ich möchte Baby Joy und Dead Dog. Ich will auch Baby Joy. Naja, und Cass on the Beat. Aber dann spiele ich die nächste Woche, mir doch egal. Aber Baby Joy und Dead Dog, und zwar vergessen, ich finde ihn total süß, ein Liebes. Ist es der vor ein paar Monaten rauskam? Oder ist es möglich? Oder es gibt jetzt einen neuen von. Es gibt, glaube ich, jetzt das Album oder so. Kann der, sein. Also, der ist eine von BHZ oder von Rap-Kreation? Ist ja? Einer von BHZ. Genau. Ja. So, und da geht's. Sie beschreiben halt einfach total süß ihre Beziehung und so. Und sie hat halt so ein enges. Sind zusammen? Enges Gefühl im Herzen. Und er war halt drauf und so, wie du halt drauf hast und so weiter und so fort. Das war wunderschön, ein toller Song. Ganz, ganz lieb. Ach, scheiß drauf. Ich spiele Haftbefehl mit offen und geschlossen. Letzte Woche gar nicht gespielt. Hä, stimmt. Was war los? Ich rate, Zitate, Zitate, ich rate. Ja. Okay, ich habe leider nur ein einziges Zitat. Ich habe die ganze Zeit auf Genius nach so weirden Lines gesucht. Und irgendwie bin ich dann so den Tabs gefolgt und auf einmal war ich auf einem Wikipedia-Artikel von jemandem, von dem ich dir jetzt den Absatz Stil vorlese, okay? Also, wessen Stil wird hier auf Wikipedia beschrieben? Seine größtenteils satirisch anmutenden Texte sind oftmals in vulgärer Sprache verfasst. Karl Lagerfeld. Und geprägt von einer gewissen Ostalgie und einer größtenteils positiven Einstellung gegenüber dem modernen Ostdeutschland und exzessivem Drogenkonsum. Dabei stehen, Finch asozial, laut eigener Aussage, die chemischen Drogen im Vordergrund. Seine Ästhetik ist an die DDR der 80er Jahre angelehnt. Ja, korrekt. Würde ich ernsthaft? Ja, natürlich. Also, wen hätte ich jetzt aus dem Hut zaubern sollen, der glaubwürdig ist? Ich habe geschrieben, Morlock Dilemma, Kummer, MC Bomber, Finch asozial, Reinhard Grebe. Aber es ist schon... Du hast gekillt nach der Hälfte, ich muss dir den geben, ohne diese Psychospielchen zwischendurch. Ich find's einfach geil, dass er so sagt, laut eigener Aussage, vor allem Fokus auf chemische Drogen. So, nicht, dass ihr denkt, ich hau mir hier irgendwie Pilze rein oder so, das ist schon straight Chemo in die Nase, Leute, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist mein Stil. Nicht, dass ihr denkt. So, ich habe jetzt erstmal jede Menge Zitate von Kräuter Hannes. Fucking go. Ah, ich habe auch noch zugeschickt, aber ich habe mein Handy im Auto, scheiß drauf. Schöne Grüße. Du hast dein Handy nicht mit hier? Ich habe mein Handy im Auto. Harter Typ, geil. Ja. Schöne Grüße an Kräuter Hannes an dieser Stelle. Irgendwie seine Kräutersalze extrem gut. Bombentyp. Der hat einen eigenen Gin. Möchtest du probieren? Ich mag keinen Gin. Das ist was anderes. Spezieller Gin. Und ganz kurz, warum ballst du so out of control? Warum hast du dir jetzt gerade so ein Bandana umgelegt? Das habe ich eigentlich um meinen Hoodie rum gehabt, aber ich habe den Hoodie vorhin aufgezogen und jetzt lag es gerade auf dem Boden und ich dachte, ey, ich bin mir... Bisschen schade drum eigentlich, um nicht zu ballen. Jetzt bin ich mir mal eine Fliege. Guck mal, völlig das wild. Kann ich auch. Das Hutfliege aber. So, jetzt habe ich einen Bandana am Hals. So. Er will da was machen eigentlich. Okay, Tupac. Dann leg mal los. Erzähl mal jetzt. Ey, yo, wart nicht. Komm besser flieh, weil du den Partner von Echo siehst und nicht den Moderator vom Wetterdienst. Was? Echo Fresh, K1, Farid Bang, Summer Jam oder Bushido? Partner von Ecosys. Besser flieh dem Wetterdienst und denkst du, Partner von Ecosys und nicht dem Moderator vom Wetterdienst. Ist es so geflowt, wie du es gerade vorgelesen hast? Wahrscheinlich nicht. Also ich finde, Summer Jam hat immer sehr lustige Wörter, die er auf einmal reinbringt, oder zumindest zu so einer gewissen Zeit, als er sich als Partner von Echo bezeichnet hätte, wahrscheinlich auch. Okay, aber da ist aber Bushido auch sehr weit mit vorne. Stimmt. Aber hätte sich Echo getraut, Bushido einen Text zu schreiben, wo er Echo-Shoutouts gibt? Ich weiß nicht. Aber ist schon auch geil, das ist ein richtiger Oldschool-Reim, dieses Komm besser flieh. Komm besser flieh, das ist richtig 2005. Vor allem, komm besser flieh. Komm erstmal her und dann aber ganz weit ey, weg. Ey, wart nicht. Komm, besser flieh. Boah, wie schön sehen die Wolken aus gerade, Leute. Ja, Mann. Ey, ihr habt so schöne Augen. Ja. L.I.T. Ich sage trotzdem Summer Jam. Ey, du bist echt ein richtiger Fuchs. Also wirklich, dem kann man überhaupt nichts mehr vormachen. Das ist schon langweilig. Wirklich, der analysiert das halt, aber auch so, der leitet es so richtig her. Das funktioniert gar nicht mit Wissen, es funktioniert mit Profiling. Nee. Ja. Weil ich war auch letztens, ich war im Punchline-Quiz King und ich habe gar keine Ahnung. So. Aber du hast geprofiled. Ich hab geprofiled. Und hat war erfolgreich? Ich möchte es nicht sagen, weil es noch nicht draußen wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt. Weil du solltest ja gucken. Weil deine Frau traurig wie ein Dalmatiner guckt, nehme ich sie mit und erfahre, dass sie wie ein Benziner schluckt. Damn, son. Jesus, Summer Jam, Farid Bang, Echo Fresh oder Silla? Dalmatiner guckt, ich sag Casey. Gucken Dalmatiner eigentlich traurig?
Sind es so traurige Hunde? Naja, aber Hundeblick. Alle Hunde können ja traurig gucken, wenn du denen nichts zu essen gibst. Ich bin gestern an einer Frau vorbeigelaufen, die hatte so einen Collie an der Leine und der Collie hat immer zu seiner Herrin hochgeguckt. Also beim Spazierengehen dachte ich mir, wie bescheuert ist das eigentlich, dass du jedes so ein Lebewesen bei dir dabei hast, dass dich die ganze Zeit anguckt. Vielleicht hat sie einfach gerade... Geht sie jetzt? Geht sie jetzt weiter? Geht sie auch noch einen Schritt? Ich gehe auch noch einen Schritt. Hunde! Hunde sind kleine Babys einfach. Hunde sind Ego-Boost auf jeden Fall. Aber willst du auflösen oder will Berkan irgendwas... Möchtest du raten? Es war Summer Jam, genau. Also sowas ähnliches wie Casey Rebel. Ich hänge ab wie ein Koala-Bär im Dschungel. Du wirst von alten Männern zum Oralverkehr gezwungen. Wow. Shakusa, Sido, Summer Jam, Echo Fresh oder Casey Rebel? Shakusa. Ich weiß nicht warum, irgendwas daran schreit für mich ganz laut Shakusa. Alte Männer und so, das ist ein Motiv gewesen bei ihm durchaus. Ich habe keinen Plan. Ey, Shakusa auf Twitter ist aber nicht Shakusa, oder? Keine Ahnung, aber womöglich doch. Aber immer dann ist er wirklich sehr, sehr witzig. Aber apropos Twitter, kennst du diesen Twitter-Account, der nur so komische Lyric-Stellen postet, so teilweise auch so ohne Kontext, sodass sie maximal bescheuert klingen, meistens aus Ami-Songs? Okay, okay. Da steht da so... I'm gonna need that $20, even if I gotta suck, fucking swallow. Kendrick Lamar. Okay, es war Echo Fresh. Wirklich? Kannst du nochmal die... Ich hänge ab wie ein Koala-Bär im Dschungel. Du wirst von alten Männern zum Oralverkehr gezwungen. Sind Koala-Bären im Dschungel? Koala-Bären. Damit bin ich über die offensichtliche Ekelhaftigkeit des zweiten Zeile hinweg. Aber die essen doch die ganze Zeit Eukalyptus, oder? Das ist ein Dschungelding, oder? Das sind die Koala-Typen. Eigentlich nur in der das sind diese Koala-Typen, oder? Die essen doch immer die ganze Zeit. So sind sie. Dein WC-Keramik, dein WC-Keramik, mein WC-Japanisch. Ein wilder Mix aus Scheißen, Gehen und Massage. Albert aus Japan, Cool Savage, Casey Rebel, PA Sports oder Sido? Boah. Das ist so krass. Ich find's richtig gut, ehrlich gesagt. Es gibt ja diese ein wilder Mix, BD in Dings, aber ein wilder Mix, Digga. Scheißen, Gehen und Massage. Das ist krass. Vor allem, ich dachte erstmal an dein WC-Keramik, dachte ich, ist doch gut. Was willst du jetzt da drauf sitzen? Oder so, krass. Okay, krass. Aber gibt es das wirklich so japanische WCs, die einen dann gleichzeitig... Natürlich! Ja, nee, also ich kenne auch Leute, die haben so eingebaute BDs. Also das ist so Standard in Japan. Ich kenne auch Leute, die sowas haben, dass du so einen Strahl auf... Ne? Bro. Ey, Standard. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Digga, einfach der Standard für Arschabwischen ist trockenes Toilettenpapier in Deutschland, Digga. Das ist unfassbar. Jedes Mal, wenn ich trockenes Toilettenpapier benutze, muss ich an die Stelle aus gemischtem Hack denken, wo Felix Lobrecht sagt... Das Konzept Toilettenpapier ist nicht zu Ende gedacht. Und das muss ich mir jedes Mal, denke ich mir das. Ich habe mal mit einem Kumpel drüber geredet und dann ist er eine Woche später zu mir gekommen oder so und meinte, ey, ich habe nochmal drüber nachgedacht und wenn ich so Scheiße am Arm hätte, dann würde ich das ja mit allem, was es gibt und mit jedem Putzmittel wegmachen und nicht einfach mit so einem Trockentuch, bis kein Fleck mehr da drauf ist. Und ich meinte so, ja. Zum Glück. Ja. Außer bei deinem Arsch anscheinend. So. Shoutouts an die Brüder mit der Gießkanne. Shoutouts, linke an Hand. An dieser Stelle. Oder wenigstens feuchtes Toilettenpapier, Leute. Aber ist halt umweltschädlich, ohne Ende, ja. Ist es so? Ja, löst sich halt nicht mehr auf. Gar nicht? Ja. Traurig. Dann doch lieber eine Arschdusche. Gießkanne. Arschdusche. Gießkanne, ne? In See. Was? auf eine Art. Es hat, so, also, wer hat's gesagt? Ach so, das japanische Klo hat ja einen Autor, Alter, okay. Lies aber noch einmal die Namen im Schnelldurchlauf. Albert... Cool Savage, Casey Rebel, PA Sports oder Sido? Ein wilder Mix? Ich glaube Sido. Es war PA Sports. Echt, ja? Album, ja? Props. Wow. So, der Mann hat auch Geschmack, was Klos angeht. Digga. Auf jeden Fall. Und Prioritäten vor allem. An dieser Stelle Keramik, ein paar Zitate selber rausgesucht. Niedlich. Wenn die richtige kommt, warum nicht? Chili, auf die Frage, ob er mal ein Feature mit einer Frau machen würde. Oh fuck. RAF, Raf Camora auf die Frage. RAF, oh, warte mal, alter Reflex. RAF? Ich habe früher auch so, ich habe voll früh Raf gepumpt, ne? Bevor er Dings. Aber ich habe dann immer so früher auf, keine Ahnung, was war da? Facebook wahrscheinlich gerade so mit
16 oder so, bla bla bla, jetzt Raff hören und Dings. Und dann schreiben mir da auf einmal irgendwelche fremden Leute runter, RAF, wie kann man das abfeiern und so, das ist super. Ich so, warte mal, was? Da war doch letztens dieses Ding, dieses Interview mit der Schauspielerin, oder? Mit welcher? Wie gesagt, die Raff hatte schon recht, weil die hätte ja Amazon auch besteuert. Die von Fuck You Goethe, wie heißt die, Jella Hase oder so? Genau. Die gesagt hat, natürlich ist Menschen töten und so nicht schön, aber die Grundidee der RAF, mit der bin ich schon... Ja, aber dann hat sie so einen Folgesatz rausgehauen, ja, also ich bin für die Besteuerung von Amazon, wo dann Kumpels von mir wiederum drunter geschrieben haben, ja klar, das Konzept Reiche besteuern, wer kennt es nicht? Und dann gab es richtig viele so Fuck You Goethe-Memes. Mit so halt kommunistischem Inhalt oder Fakio Goethe hat mich radikalisiert und so, oder wo sie so an der Tafel steht und keine Ahnung, Marx vorliegt oder irgendwie so ein Scheiß. Das wäre lustig. Ja, sehr gut, aber ey, enteignen wird Volkssport, ich schwör's euch. Das ist so eine ganz, ganz große Nummer. Wer kann schon unterschrieben? Wird die nächste Wave. Hast du? Na klar. Korrekt. Was jetzt Raff auf die Frage, ob er sich impfen lassen würde, wenn die richtige kommt, warum nicht? Lil Shrimp auf die Frage, ob er eine Freundin hat. Oder PTK auf die Frage, ob er mal mit einer bekannten Modemarke kooperieren würde. Ja, das mit PTK klingt irgendwie am plausibelsten. Also, findest du? Ich weiß nicht warum, aber wenn die richtige kommt, warum nicht? Nee, dann würde man schon sowas sagen wie Nuller Kost. Fred Perry, weil das war der erste Arbeiterjunge, der Wimbledon gewonnen hat. War er wirklich? Ja. Deshalb haben die Skinheads auch immer Fred Perry getragen, weil es halt irgendwie so eine Arbeiterklamotte waren. Hm. Ich habe nur mal was über Arbeiterkleidung gelesen von irgendein Artikel aus UK auch, da wo einer meinte, wir wollten, es war so ein Arbeiterkind oder so auch, und er meinte, wir wollten immer reich werden und Geld haben, um uns teure Klamotten leisten zu können. Das waren die Mods. Nur um rauszufinden, dass die Reichen versuchen, sich anzuziehen wie wir. Und jetzt sitze ich hier mit meiner Dickies-Jacke. Und letztens hat jemand in Amerika getweetet, everybody wants to wear Carhartt until it's time to do Carhartt shit. Aber ich muss sagen, am liebsten trage ich Dickies Arbeiterhosen. Also Arbeitshosen, also zum Arbeiten. Die so in Amerika einfach $6 kosten und hier so 30. 70. Wirklich, ganz ernsthaft, die gibt es hier auch für 30, ja, wahrscheinlich kosten die bei Snipes 70, aber bei diesen Arbeiterklamottenläden kosten die wahrscheinlich. Genau. Geil. Karl-Marx-Straße ist doch einer. Dann gehe ich direkt mal hin. Kotte. Ein paar Dickies, Slimsfit Dickies holen. Ja, kannst du machen. Die haben mehrere Angebote. Hey, Cousin. Los geht's. Okay, also, es war Lil Shrimp, der auf die neue Freundin wartet. Wirklich, oh Mann, ist so cute. Die Abgewöhnung dauert nur ein paar Monate. Die sind zwar hart, aber wenn ihr es durchzieht, seid ihr frei davon. PS Boards über sein BD. Aus einem Papier zu Zero Covid, das mit sozialen Kontakten ein für alle Mal sein zu lassen. Lebenstipps von Raff Camora, um schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Animus über die Straße. Bushido wird das Ende seiner Beziehung zu Arafat ABC und als Beispiel für andere. Noch einmal ganz kurz schnell Schluss, also bitte. Ich würde rein vom Sinn her, von der Logik her, wie man auf was antworten würde, macht das Raff-Ding eigentlich das Einzige, was Sinn ergibt, finde ich. Und nicht, dass Bushido sich von seinem langen Geschäftsphase ja, ein paar Monate, aber dann seid ihr frei davon. Es ist dann hart, aber... Oder Animus, der die Straße sich abgewöhnt hat. Abgewöhnungsphase einfach mit Entzugsentscheidungen von, oh mein Gott, ich habe heute keine 350 Euro verdient. Aber wäre doch eigentlich auch ganz geil, so Zero Covid. Man lass es einfach sein mit den sozialen Kontakten. Das ist zwar schwer für ein paar Monate, aber dann seid ihr frei davon. Danach seid ihr einfach irgendwann frei davon. Irgendwann malt ihr einen Ball ein Gesicht. Dann habt ihr den Isolation. Also Raff Camora macht jetzt Lebenstipps auch so. 4,25 Millionen. So viel macht die 187 Straßenbahn in einer Nacht. So viel hat die Villa von Jens Spahn gekostet. So viel hat Xatar mit Mero verdient. So viele Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert in Deutschland, in Europa oder weltweit? Spahn-Villa könnte ich mir vorstellen. Ja, Spahn-Villa kommt hin, aber die hättest du ja nicht reingenommen, wenn es richtig wäre, oder? Ich gehe mit der Villa, keine Ahnung. Waren vielleicht ein paar hunderttausend weniger. Mann, Alter, ich bin so ungebildet. Stimmt doch gar nicht. Keine Ahnung. Ich steige heute nur so random Sachen raus. Die man wüsste, wenn man ein bisschen Zeitung gelesen hätte. Dann wüsste man, wie viel Jens Spahns Villa kosten würde. Der Hund. Da darfst du die ganze Zeit darüber auseinandersetzen, dass der Tagesspiegel irgendwie das beim Grundbuch abgefragt hat, wie viel die Villa gekostet hat und er dann dagegen geklagt hat und wollte nicht, dass das veröffentlicht wird. Jetzt durfte es aber veröffentlicht werden. Es waren 4,25 Millionen. Ja, was? Der Dreck. Geil, Dahlem. Der Dreck. Nicht Lichterfelde West. Ist doch das Gleiche. Nee. Da sind 500.000 dazwischen oder eine Million dazwischen. Okay.
Na gut, das war's. Machen wir den Sack zu, ey. Schön war's. Ihr habt gut mitgeraten. Ich find's gut. Ja, mega stark. Ich möchte noch Blanco mit Memphis spielen. Ist so eine UK-Atze. Einfach von Form sind mega. Möchte ich auf die Playlist packen, kann ich euch allen sehr empfehlen. Hoppala. Hey, dann packe ich einfach auch noch schnell was mit drauf. Die Argonautics mit Stimme im Wald. Ist auch so ein bisschen was Undergroundiges, aber kam über Chapter One. Chillig. Ja. Kannst du Mauli fragen? Mauli, Berghahn. Achso, der ist wieder bei Instagram. Nein, ich hab doch im. Ich war bei YouTube gerade kurz. Ich bin süchtig. Okay. Ey, was stört euch an anderen Menschen am meisten? Empathielosigkeit. Wirklich? Das ist, weil bei ganz vielen Leuten, egal ob im Straßenverkehr oder was auch immer, siehst du, dass den Leuten einfach scheißegal ist, was die Situation gerade für den anderen ist und die nur auf sich selber achten und da kriege ich meine Macken. Aber vielleicht haben sie zu tun. Nein. Du bist so empathisch, Steiger. Die sind die empathielosen Menschen so, also so. Viele richtig. Leute achten einfach nur auf sich selbst oder können ein Problem. Ich hab viel Mitgefühl mit empathielosen Menschen. Oder weigern sich, ein Problem aus einem anderen Blickwinkel als ihren ganz persönlichen eigenen zu betrachten. Und das merkt man sehr oft. Und da kriege ich meine Macken. Aber muss ich mal. Oder wenn man. Wenn also jemand für nicht diese dann, Leute muss ich aus ganz viel Empathie wirklich mal eine Lanze brechen. Weil man weiß doch auch manchmal selber, da ist man so verstockt und hat irgendwie, das kann die andere Sicht gerade in diesem Moment. 10 Minuten später denkt man sich, hey, was meinst du? Ich glaube, du denkst an ganz andere Situationen als ich. So. Also, ich meine. Wenn jetzt Straßenverkehr mäßig. Ja, ich weiß. Wenn jetzt jemand in der zweiten Reihe parkt und deswegen. Links oder beide Spuren, ja, 100 Meter Schlange ist und die Leute hupen und du könntest einfach das ganze Problem lösen, indem du 10 Meter weiter fährst, aber du machst es einfach nicht, weil es dir scheißegal ist und da ist auch, also du lädst auch gerade nicht aus, oder du sitzt einfach nur in deinem Auto. So, das, dann scheißt du auf alle anderen, ganz aktiv. Oder auch so ganz viele, wenn man in Rassismusdebatten versucht, jemanden näher zu bringen, warum jemand flüchtet oder was, ist so, ja, aber ich will hier nicht. Oder weißt, also das ist ganz oft, also in meinem Kopf sind ganz viele Sachen immer sehr stark auf Empathielosigkeit zurückzuführen und das ekelt mich ein bisschen an. Check ich. Teilst du? Ja, ich teile die Ansicht. Es wäre nicht das Erste, was mir eingefallen ist. Ich glaube, mich macht am anderen Leuten am meisten fertig, wenn die irgendwas machen, was mich bei mir selber stört. Dann bin ich so, oh, warum bist du so ein unpünktliches Stück Scheiße? Und dann denke ich, ah, fuck, ich bin ja selber so. Der Klassiker. Das sind so die Sachen. Und dann versuche ich da auch Empathie entgegenzubringen. Zu sagen, ey, ich weiß doch, wie es ist. Bin doch selber immer unpünktlich. Komm rein, setz dich hin. Das so ziemlich. Wenn Leute nicht bitte oder danke sagen, kriege ich auch meine Marke. So, kennst du die Leute, die gehen so in ein Restaurant und sagen, ich krieg einen Burger. Fertig. Das ist die Bestellung. Das gehört so ein bisschen in diese Höflichkeitsdebatte. Also ich meine, ich habe dieses Problem in dieser komischen linken Szene. Die grüßen ja einfach nicht. Du denkst ja, okay, hallo, wir sind Genossinnen und Genossen, wir sind Freunde, Hevals, Yoldas, wie auch immer. So, und die grüßen nicht. Sagen, geht's euch noch gut? Wie sollen wir zusammen einen Kampf führen? Wie sollen wir zusammen Revolution machen? Und die grüßen doch nicht mal. Ignoriert. Hey. Kennst du gehst an Leuten vorbei, mit denen warst du schon 10-mal auf einem Plenum, die gucken dich mit dem Arsch nicht an. Dann denkst du doch so, okay. Digga, vielleicht denken die, weil das ist geheim, was sie machen. Die Revolution, die dürfen nichts mitbekommen. Rede nicht draußen vor anderen drüber. Steiger wird bestimmt beschattet und so. Verfassungsschutz ist an seinem Arsch und so. Lass mal lieber großen Bogen um ihn machen. Könnte auch die sowas sein. Also unmöglich, ich verstehe dich da vollkommen. Ich bin da vollkommen bei dir. Und weißt du, wo ich richtig meine Macht kriege? Wenn man jemanden die Tür aufhält und die Person durchgeht und nicht Danke sagt, da kriege ich auch... Und sofort zuschlagen. Aber so zuschlagen, dass sie das noch. Ist ja dann schon die anderen noch. Ist ja dann schon durch, weißt du? Ja. Dann sag ich mal, bitteschön. Also ich mach dann immer so von hinten so in die Hacken. In unserer alten Wohnung haben wir auch so, wir hatten keinen einzigen Nachbarn, der zurückgerüstet hat. Wir haben aber immer so im hallo, und dann haben die nichts gesagt, dann war ich immer so, sorry. Sorry nochmal, ich wollte sie nicht belästigen mit diesem Hallo oder so. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der ist einfach so ein super netter Typ, und meinte auch, bei mir muss man den Leuten das Hallo richtig aus der Nase ziehen im Krankenhaus, meinte er. Ich stell mich vor dir hin, direkt, hallo. Ich sage immer ganz... Aber ich habe keinen Mietvertrag, deswegen muss ich auch immer ein bisschen undercover bleiben bei mir. Kannst du Steiger fragen?
Steiger, wo siehst du dich in 5 Jahren? Oh, come on, ey. Das war die erste Frage, die du bei 270 interessante Fragen rausgesucht hast, jetzt irgendwie so heute. Okay, ganz einfach. In einer befreiten Welt, ganz ernsthaft. In einer Welt, in der wir nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendwie uns in Konkurrenzwirtschaft irgendwie in Grund und Boden zu konkurrieren, in der alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben, und zwar weltweit, in der alle Menschen genug zu essen haben, genug medizinische Versorgung haben und in der die Algorithmen demokratisch verwaltet werden und nicht irgendwelchen Jeff Bezos oder sonst irgendwelchen Arschlöchern gehören, die unser Leben malträtieren. Das ist die Welt, in der ich mich in 5 Jahren sehe. Super geil. Kleine Folgefrage. Meinst du, es ist in 5 Jahren möglich, den Kapitalismus quasi abzuschaffen? Es muss in 5 Jahren möglich sein, weil sonst kommen ganz darke Zeiten auf uns zu. Aber komm doch die ganze Zeit und juckt doch keinen. Also ist doch, wird doch gerade für Google nicht dunkler unbedingt, und solange ist, glaube ich, egal, oder? Dark Winter is coming. Es ist doch schon viele dunkle Zeiten auf sehr vielen Orten. Natürlich, aber ey, weißt du, es geht natürlich immer noch schlimmer, und das Schlimmste ist natürlich, wenn die Völker und Nationen diese Welt in Barbarei über sich herfallen. Meinst du, wir sind gerade an so einem Dings, an so einem Punkt, wo es langsam überkocht? Nee, ich glaube, dass wir aber tatsächlich an so einer Art Epochengrenze sind, wie es mit der Demokratisierung von Gesellschaften weitergeht. Ah, okay, wo langsam genug Leute gecheckt haben, wie viel Scheiße gerade am Überlaufen. Naja, auf der einen Seite, also ich meine, manche Länder haben ja noch nicht mal irgendwie dieses Niveau von bürgerlicher Demokratie erreicht, wie zum Beispiel halt ins Russland oder so, ja, wo auch die Leute ja irgendwie so um Mitbestimmung streiten, Hongkong oder sonst irgendwas, also wo Demokratie, diese bürgerliche Demokratie, diese bürgerliche Vorstellung von Mitbestimmung irgendwie gefährdet ist. Und auf der anderen Seite stehen wir aber auch so einer Tech-Welt gegenüber, die sich gerade halt sehr massiv mit Staaten und Nationen oder supranationalen Institutionen irgendwie so vereinigt und massiv unsere Zukunft beeinflussen wird. Also wir werden ja massiv irgendwie davon beeinflusst werden, wie sich diese Tech-Giganten wie Google, Amazon, Microsoft die Zukunft vorstellen, wie wir darin arbeiten werden. Das ist ja die Arbeitswelt, und da haben wir nichts mitzubestimmen gerade. Da sollten wir uns ein bisschen drum kümmern. In diesem Sinne haben wir ja alle Hausaufgaben für nächste Woche, und dann, oder? Radikalisieren. Radikalisieren nämlich. Naja, ey, ein Ansatz ist doch schon mal, werdet Teil von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Gründet auch in anderen Städten übrigens Ortsgruppen. Wenn dieser Volksentscheid im September auf dem Tisch liegt und sich mehr als 1 Million Berlinerinnen und Berliner dafür entscheiden, die großen Wohnungsbaukonzerne zu enteignen, dann müssen die? Dann geht's ab. Ewa, Cousins und Cousinen. Na gut, und ansonsten, look out for Berkan Drama. Hey, 23. April kommt das Album, das stimmt. Das wird, ich bin sehr stolz drauf. Ich glaube, es ist mein bestes Album, bin ich ganz ehrlich. Ist auch mein albumstes Album, so, versteht ihr, was ich meine? Also so Single-Auswahl fällt mir wirklich schwer, muss ich sagen. Ist echt gut geworden. Sagen wahrscheinlich alle bei jedem Album, aber ich meine es psycho ernst. Ist ja auch geil, wenn man es ernst meint. Also darum geht es ja. Ich lüge auch nicht. Das brauchst du nicht hier sitzen. Ich lüge nicht. Ich bin immer, also große Verbeugung vor deinem großen Talent. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur dir gleichmäßig Respekt zurückgeben. Allein schon für deine Ansprache, die du gerade gehalten hast, als du nach, wo siehst du dich in 5 Jahren, gefragt wurdest. Das Ding in einem Bewerbungsgespräch, und du gehst ja direkt in die Chefetage, ne? Oder du bist einfach also mit Sturmmasken. Oder ein Knast, Alter. Auf eine Art. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.